So, hier sind wir wieder. Let's go. Ja. Die Mai-Japan-Pläne auf Eis gelegt, Jen. Es ist... ich hab keine Lust, nochmal so viel Geld jetzt auszugeben für eine Japan-Reise. Ja, also, hätte ich jetzt richtig auf Lock, würde ich es machen, aber nee. Wie geht's dir heute? Wo ist die Nachricht von heute? Auf Lock. Ich finde das auch so lustig. Es heißt aber locker. Ich habe das Geld jetzt nicht so locker, dass ich jetzt nochmal 3 Japan-Reisen buche. Das meine ich damit. Hallo, hallo. Leider ja, ich mag Schwimmen und Bottle und Botte. Botte? Was sind Botte? Ach, Boote. Stütze. Au! Real News. Ah. 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 Leute, wir werden reich. Wir werden reich. Alter. 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 Oh, Junge, bin ich eine Rich Bitch. Oh. Oh. The Banner? Was sind The Banner? $145 am Tag. Das ist ja das pissig. Oh. Also Melody kann sich die Japan-Reise richtig leisten. Aber wenn man sich eine Stütze holt, wo man arbeitet, das ist ja in der Stadt verboten, ne? Ist es aber, ist das servermäßig verboten? Oder ist es einfach, lass dich einfach nicht erwischen? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube, es ist so ein Lass sie nicht erwischen Ding, ne? Ist meine Tür offen? Was zum Fick? Was zum... Ich habe das Auto zugemacht. Hä? Ich habe das auch nicht so geparkt. Wer zum Fick ist in mein Auto eingebrochen? Alter. Nee, ist mein ist ein Synkfehler? Also theoretisch kann man ja auch einbrechen und das Auto starten, ne? Hm. Weird. Ach man, der hat das Auto nicht draußen stehen.
Aber wer würde das bei dieser pinken Knuschkugel machen? Jemand, der genau weiß, dass es mein Auto ist. Es geht ja nicht so, dass man der Autobesitzer dieses öffnen und den Motor starten kann. Nee, du kannst es aufbrechen. Was ein schönes Motorrad da vorne. Meine Arbeitslosenbescheinigung geht noch bis morgen. Schönes Wetter heute ist. Ich gehe erstmal ein bisschen shoppen. Komm, neues Outfit. Ah. Richtig ruhig. Ich fühle mich so illegal. So richtig illegal. Ich habe nichts gemacht. Das ist wie beim Einkaufen. Wenn du einkaufen bist und du gehst an der Kasse vorbei, jetzt bloß nicht kriminell wirken. Du hast ja nichts eingesteckt. Du hast nichts eingesteckt. Du musst normal wirken. Du willst nur raus. Schön, dass ich geboren bin. Ich hätte mich sonst sehr vermisst. Ja, $700 Bargeld, ja. Moini! Guten Tag! Na, ein bisschen shoppen? Ja. Ganz normal, klar, diese Uhrzeit, so macht man das. Hast du auch shoppen? Ja, ich habe ein bisschen eingekauft, aber es gibt nur Mist. Was hast du denn so gekauft? Naja, zwei Oberteile, ein Kleid, aber in irgendeiner Art und Weise finde ich einfach nie was, was kombinierbar gut aussieht. Tut mir da echt schwer. Findest du deine Haarfarbe gut kombiniert?
Ja, das ist eine gute Idee. Da habe ich versucht, ja. Hab mir ein Shirt gekauft, was 1:1 matcht. Aber da würde ich gerne Jacke drüber ziehen, aber ich finde keine passende. Warst du schon in den anderen Edelläden? Edelläden? Ja. Scheiße, Mann, nein. Kennst du die? Nein, ich war nur einmal in diesem Little Tokyo und dann irgendwo im Norden. Da gab's nur Arbeitsklamotten. Also wenn du willst, kann ich dich hinfahren. Ernsthaft, ja? Also hast du ein Auto hier? Ich hab ein Auto hier, also, ja. Also dann kannst du selber hinfahren. Ja, aber ich weiß nicht, wo es ist. Sag mir mal, wo ist es ungefähr? Also wenn du Google Maps öffnest, dann jetzt so Norden, Osten, Süden, Westen. Links von uns, da sind so die zwei Bekleidungsgeschäfte. Aha. Und dann musst du dann in die beiden gehen. Also das untere ist, glaube ich, teurer als das obere. Ah, okay, perfekt. Dann werde ich da mal schauen. Ja, mach mal. Ja, vielen Dank. Ja, gern. Wie heißt du eigentlich? Kenne ich gar nicht. Ich bin Melody. Oh, hi, mein Name ist Danny. Ist das kein Jungsname? Ja, kannst mit meiner Mutter nochmal drüber reden, wie glücklich sie darüber war, dass ich, naja, kein Junge geworden bin. Sie hat mich früher einfach nur Dan genannt. Oh. Okay. Ja. Naja, passiert manchmal, aber Danny, glaube ich, geht schon klar als Mädelname, oder nicht? Nimmst du Drogen? Bist du ein Cop oder so? Nee, aber du hältst dich so an. Nee, ich frag doch nur. Ich wollte dir nur sagen, dass das gefährlich für die Lunge ist. Ach so, ja, nein, nein. Durch die Lunge nehme ich, sagen wir mal nur, vielleicht die ein oder andere Kippe. Der Rest geht alles durch die Nase. Aber dann ist deine Lunge nicht mehr pink. Die ist dann so schwarz, so wie deine Hose. Wäre das schlimm, meinst du? Ja. Oh mein Gott, scheiße. Ja, dann werde ich mir da wohl noch mal Gedanken drüber machen müssen. Ja, hör auf mit Rauchen. Melody. Ja? Ich werde mir da wirklich Gedanken drüber machen, jetzt nachdem du mir das gesagt hast. Ich rede da noch mal mit ein paar Freunden drüber, vielleicht auch noch mal mit ein paar, weiß ich nicht, Gesundheitsbeauftragten. Und dann werde ich das einfach lassen. Ja, und wenn du sollst das nächste Mal clean sehen, werden. Ja, ich sollte clean werden, ich merke schon. Gott sei Dank habe ich dich heute getroffen. Jetzt kann ich gut shoppen und bin bald ein besserer Mensch. Ja! Perfekt, vielen Dank. Dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, das Melody. Das wünsche ich dir auch, Dan. Das schämt sie nicht. Tja, direkt bastet hier. Direkt bastet. Was ein Zufall. Ach, guck mal hier die ganzen Frühaufsteher. Okay, Melody. Schritt 1, erstmal ausstehen. Pink. Ich habe sogar so ein Oberteil, wie man die Boobies an der Seite sieht. Oh, ich liebe das. Oh, ist so schön. Texas ist jetzt in Ordnung. Es ist nämlich erst um 12. Das heißt, ich kann shoppen. Haben wir nichts irgendwie rosa? Das ist süß. Warte mal, das. Warte mal. Nee. Ah, das.
Naja, sieht komisch aus an den Boobies. Off-Shoulder? Das ist ganz süß. Oh, das ist cute. Das nehmen wir einmal mit. Und das andere nehmen wir auch noch. Wir haben so viel Geld, Junge. Ja, das hier. Nee. Das nehmen wir noch. Dann nehmen wir noch. Ich verstehe kombinierbare Oberteile nicht. Da gibt es nichts zu kombinieren damit, Junge. Wie nie. Unterhemden passen dazu. Warum eigentlich ein Tütü? Nee, mach das. Zieh das aus. Also erstmal zahlen wir das. So, dann kombinieren wir jetzt mal was mit dem. Was ganz Basics-mäßig wahrscheinlich. Das ist cute. Rosa. Oh, das passt dazu sogar. Der hat so einen doofen Schnitt. Pink. Oh, ich finde Jeansröcke echt schwierig, ne? Jeansröcke stehen nur ganz wenig Leuten gut, finde ich. Mir stehen Jeansröcke gar nicht. Mein Gott, nein, Melody, sowas siehst du nicht an. Es ist irgendwie immer das Gleiche. Aber ist auch gut. Aber irgendwie ist das so zu kawaii-mäßig. Die Jeans-Shorts oder die schwarze Shorts? Was meint ihr? Irgendwie passt die Jeans-Shorts dazu. Oder? Ach ja, warum frage ich Chat überhaupt? Es ist ja klar, dass wir auf keinen Nenner kommen. Mit das. Oh mein Gott, ich habe nicht genug Geld. Gar kein Problem. Kurz mal barfuß aus. Nein! Aus der Betrieb! Schnell rennen wir rein. Oh, jetzt muss ich RP machen. Entschuldigung. See. Der Automat draußen ist außer Betrieb. Habt ihr zufällig 31 Dollar? Ja, klar. Natürlich, das kriegen wir hin. Ich gebe dir keine 31, weil das ist ein bisschen... hier. Dankeschön.
Bitte. Bitte schön. Diese einfach nett fragen. Passt das auch dazu? Süß. Süß. Jetzt noch eine schöne Kette. Ja. Fühle. Ja. Warum geht keine Jacke da? Das ist so traurig. Ah. Ja. Ja, heute ist ein warmer Tag. Sein Fortschritt, dass sie inzwischen erst fragt, wenn der Automat wirklich kaputt ist. Ja, klar. Ich weiß, da was ich gehört. Wir fahren mal zum Schmuckladen. ZG. Oh, so entspannt heute. Aber wo war denn? Das ist ein schönes Geräusch im dritten Gang bei 80 km/h. Ja, oder? Hallo, ich bin hier, um Schmuck zu kaufen. Aber nichts Tiefhängendes dann. Ah, süß. Süß. Da sieht man kaum. Dripping hard. Oh mein Gott. Angel. Ach nee, das ist zu hart. Das ist süß.
auf Lock, guck mal. AK. Oh Gott. $1,000. Ah, die ist schön. Ja, also ist so viel wie eine tägliche Stütze, kann man nicht holen. Hier muss man irgendwie Geld abheben, ne? Westen? Ah, Hochzeitsring. Heute mal dringend die Dinger hier belegen. Das gleiche, oder? Ah. Oh Gott. Ja, ich bin Melodie. Ich habe so viel Geld. Weißt du schon, was du dir holen willst? Ich glaube, irgendeine Kette. Ha. Und du? Ja, ich hole mir auch eine Kette. Weißt du, ob hier ein Bankautomat ist? Der nächste ist, glaube ich, die Staatsbank. Kennst du die? Nö. Die ist Richtung den Hills, knapp da drunter. Da, wo auch so ein 24-7-Shop ist. Na gut, dann muss ich mal suchen. Was findest du? Ganz groß. Kauf dir am besten das Teuerste, weil das hast du dir verdient. Ja, mach ich, danke. Gut. Wirklich gar kein Geld mehr, ne? Dabei. $11. Puh, ich bin pleite. Ich hab kein Geld. Gerd! Guck mal, jetzt ist sie hier.
Gibt's hier eigentlich auch die Arme nach hinten verschränken? Nach hinten? Nee, ne? Nee, es gibt nur den. Ich brauch den Move. Ist hier gar nicht. Geschäftsmann. Ja! Ja, den brauche ich unbedingt. Ich brauche den Geschäftsmann. Ich mach den dafür weg. Ich muss das heute mal machen. Oh, ja. Ja. Hallo Knödel. Fuzzy ist da lang für 3 Monate. Ich glaube nicht, ob schon jemand. Weiß nicht. Obwohl. Ich sage mal, ich glaube nicht, dass schon jemand da ist, aber es ist ja immer jemand da. Kann ich spielen? Wir müssen uns doch die Only One Folge reinziehen. Das können wir gleich machen. Alles in Ordnung? Hi, ja. Du schwankst so. Ja, ich hatte gestern einen Autounfall mit Trevor leider. Oh. Ich bin da wegen der Einarbeitung. Ja, wir können auch gleich losgeben. Gib mir so 2 bis 5 Minuten eben, ja? Ich kann auch noch eine Folge Onimon gucken. Nee, alles gut. Okay. Kann man sich auf den Stuhl setzen? Wie sitzt der am Stuhl? Wie sitzt der auf dem Stuhl? X. Oh. Ah. Oh, okay. Wow. Übersicht. Aktenzeichen 5.8.23. Wiese Rückblick. Diese Okay. Kann ich nicht.
Ah, oh, Dezember 25. Melody Geburtstag. Start 25.12. um 0:00 Ende. Niemals. 26.12. um 0:00. Aufgaben. Ein Thumbnail für die Serie One Day in the Life. Die Serie begleitet verschiedene Unternehmen für einen Tag. Bitte ein Thumbnail für Whistle erstellen. Statisten für Musikvideo gesucht. Gerhard Eli Althea Bennett möchte sich bewerben. Journalistin. Möchte sich bewerben. James Clark. Kann ich nicht schon die neuen Folgen von Only One sehen hier drin? Aktenstatisten, Musikvideo, Bewerber. Boah, Alter, das ist echt viel. Hackerangriff, DOG. Diverse DOG-Bildschirme gehackt. Bild zeigt Mr. Jackson Lockwood zuvor Whistlepost von IT Security. Cyber Security Einheit des SAP, die arbeitet an der Person des Vorfalls. Es gab im Oktober in Verbindung mit Bloody Ape schon mal Hackerangriffe. Wer ist das alles? Man hat ja schon das Bild hier von dem Bildschirm. Jason Lockwood. Inmitten... Alter. So, Melody war richtig, ne? Ach, ja. Also, ich bin Sean. Ich weiß nicht, ob das schon mitgeteilt wurde. Ja, vorgestern. Ja, stimmt. Wir haben uns ja kurz gesehen. Aber ja. Gestern war ein wilder Tag. Entschuldigung. Ja, alles gut. Ja, wichtig für mich wäre einmal zu wissen, was dir alles schon gezeigt wurde. Gar nichts. Gar nichts. Ich fuchs also, mich hier die ganze Zeit selber rein. Hat man dir aber Zugriff aufs Computersystem gegeben, ja? Ich habe mich ja schon eingetragen. Ich habe auch schon meinen Geburtstag in den Kalender geschrieben. Also wie du dich einstempelst, hat man dir auch erklärt. Ja. Mhm, okay. Hast du schon ein Funkgerät? Ja. Wunderbar. Hat man dir auch schon erklärt, wie das funktioniert? Ja. Perfekt. Ja. Hat man dir was über die Leitstelle erzählt? Nee. Also, wir haben eine Weasel News Leitstelle. Die kannst du über die gleiche App aufrufen, wo du dich einstempelst. Ja. Ja. Die ist jetzt gerade aktuell besetzt von mir. Du kannst die gerne mal an dich nehmen. Okay, genau. Habe ich. So, und jetzt rufe ich dich mal an und dann siehst du, wie so ein Leitstellenanruf aussieht. Ja. Und zwar steht dann da Rufumleitung, ne, und dann die Nummer, die ich anrufe. Ah ja, Weasel News Tip, ja. Dadurch checkst du halt, dass das die Leitstellen, ein Leitstellenanruf ist. No? Aha. Genau. Die Leitstelle wird immer von dem besetzt, der als erstes in Dienst kommt, wenn sie unbesetzt ist. Wenn du gerade mal irgendwie weg musst, weiß ich nicht, 15 Minuten aufs Klo musst oder sowas, ne, dann fragst du eben jemand anderen, ob er die Leitstelle kurz mal übernehmen kann. Oder auch, du musst sie nicht durchgehend haben, du kannst sie auch abgeben, wenn du da gerade keine Lust drauf hast, weil du gerade ein Interview führst oder sowas. Ne. Hauptsache ist, dass die Leitstelle immer besetzt ist. Da okay. Müssen wir drauf achten. Ja, hat man, nee, Dienstkleidung hat man dir, denke ich, noch nicht erklärt. Nee. Dann lass uns mal losgehen, weil ich zeige dir einmal, wo du deine Dienstkleidung kaufen kannst und zeige dir auch direkt unsere Garage mit den Autos einmal. Okay. Liebe Kollegen, habt einen schönen Arbeitstag und denkt dran, immer genug zu trinken. Wird gemacht, Chefin. Sehr gut, so lobe ich mir das. Thank you.
um. Hier vorne haben wir unsere Weasel News Garage. Das heißt, hier kannst du die Firmenfahrzeuge ausparken. Da gibt es einmal den Oracle, das ist ein etwas schnellerer Viersitzer, den Rumbo, den großen Van und den Bagrand, der ist fürs Gelände, wenn du mal ins Gelände musst, so ein Strandbuggy quasi. Aha. Ein Oracle ist der hier. Aha. Mit dem fahren wir jetzt auch gerade mal kurz zum Klabank. Oh, die Dank. Die Autos bitte nicht einparken. Der Parkwächter von uns ist nicht so begeistert darüber, wenn wir die irgendwo anders einem anderen Parkwächter geben, weil es hier im Eigentum ist. Okay. Was ist, wenn die nicht bei Weasel eingeparkt sind und die stehen irgendwo rum? Ja, dann kannst du sie mitnehmen im Zweifel. Nein, okay. Gottes Willen, lass sie bitte da stehen. Dann ist wahrscheinlich jemand in der Nähe gerade. Okay. Ja. Immer wenn du ein Fahrzeug benutzt hast, dann parkst bitte auch wieder in die Firmengarage ein. In Ordnung. Wunderbar. So. Mal eben mich selber orientieren. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wo es hier zum Klamottenladen ging. Ich schreibe jetzt auf dem Navi an. Nee, alles gut. Ich glaube, ich weiß, wo er ist. Achso, welchen meinst du denn? Den Arbeitskleidungsbingo. Achso, nee, das weiß ja, ich. Ja, hier sind wir. Ja, sind richtig. Kann ich mir auch eine Farbe raussuchen? Nee, tatsächlich nicht. Oh. Die Arbeitskleidung, die ist einheitlich. Oh. Aber du bist auch nicht dazu verpflichtet, die durchgehend zu tragen, so, ne? Trägst du die denn durchgehend? Sehe ich so aus? Ja. Also, ich habe keine Arbeitskleidung an, also von daher. So, das ist die gute Dame, Hallöchen. Hallo. Die gibt dir die Sachen, die du tragen darfst an Klamotten. Da gibt es zum Beispiel einmal, es gibt alles mögliche an diese Klamotten. Es gibt Schals, es gibt diese Umhängekameras, die du dir zulegen kannst, wenn du mal selber einen Film, wenn du mal selber ein Foto schießen möchtest. Da gibt es die College-Jacken, Polohemden, die Leuchtwesten, davon musst du dir tatsächlich eine kaufen. Im Zweifelsfall musst du die bei Einsätzen anziehen können. Dann gibt es die Badges oder die Umhängemarken. Die sind quasi Umhängeausweise oder Ausweise zum Anstecken. Aber die lässt mich gar nicht in die anderen Schränke gucken. Okay. Das ist merkwürdig. Eigentlich nicht gewünscht, habe ich mir sagen. Ja, die hat nichts mehr für Frauen übrig gerade. Ja, das ist ungünstig. Nee, gut, auf jeden Fall weißt du, dass du hier dann die Sachen kriegst, die Klamotten und so weiter. Ne? Also ja. Da müssen wir dann nachher mal mit Edi oder Trevor quatschen. Ich muss mal ganz kurz ans Telefon. Ja. Wieso Leitstelle, Melli, hallo? Wie sie die ganze Zeit lächelt. Nein, ich bin als Rechtsanwalt eingeladen. Warum? Er ist Anwalt? Ja, das, wie gesagt, hier kriegst du deine Arbeitsbekleidung im Normalfall. Da müssen wir nachher nochmal mit Edi oder Trevor quatschen, ob das so gewünscht ist, dass Trainees da noch gar nichts erstellen können oder halt nicht. Ne? In Ordnung. Wunderbar. Bist du Anwalt? Ich bin auch Rechtsanwalt, ja. Also hast du sozusagen so einen Duo-Job? Nee, ich hatte vorher eine eigene Anwaltskanzlei, hab aber aufgehört aktiv zu... Da war ein Spinner auf dem Seitenspiegel. Ich habe aber aufgehört, aktiv zu praktizieren und arbeite eigentlich nur noch so für Freunde, Bekannte, so nebenbei. Ich verstehe, bist du ein guter Anwalt? Ich möchte mir nicht selbst auf die Schulter klopfen. Ja, aber das muss man doch auch mal machen, man muss sich doch mal selber wertschätzen. Ja, aber die Beurteilung überlasse ich anderen tatsächlich. Okay. Ich habe mir so gesagt, sagen lassen, ich bin ein unbequemer Anwalt. Oh. Was ja quasi ein Lob der Gegenseite ist. Ja. Ach so, von der Gegenseite, ja, dann natürlich. So, wenn wir schon mal unterwegs sind, zeige ich dir gleich mal unser Studio 4. Mhm.
Das ist, glaube ich, ja, genau. Also du hast im Normalfall hier die Tiefgarage, wo du eben reinfahren kannst und das Auto reinpacken kannst, ne? Aber ich bin jetzt einfach mal ein Rebell und frage im Halteverbot. Oh. So. Hier haben wir Studio 4. Da solltest du hoffentlich mit deiner Karte reinkommen. Aha. Oh. Wow, 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 wow. Also hier drin wir verschiedene Sachen. Hier werden beispielsweise Podcasts gedreht. Hier oh. vorne auf dem Platz laufen die Weekly News. Oh. Kannst das Studio frei nutzen, wenn du möchtest. Ne? Alles Mögliche an Projekten hier abdrehen. Kannst dir auch neue Sets aufbauen lassen von Edie oder Trevor. Also im Prinzip ist es nur eine umgebaute Wohnung. Wir haben auch noch ein Filmset gehabt für eine Dokumentationsserie, die ich gedreht habe beispielsweise. Da vorne ist das Badezimmer, Kleiderschrank. Oh. Oh. Aha. Wir haben hier vorne auch noch einen Büroarbeitsplatz, falls mal im Büro zu viel los ist, dir zu stressig ist, du Ruhe brauchst. Du meintest ja, glaube ich, auch, du möchtest Kolumnen schreiben, ne? Da braucht man ja ab und zu auch mal ein bisschen seine Ruhe, ne, um sich darauf zu konzentrieren. Gibt es hier auch noch einen Arbeitsplatz, wo du arbeiten kannst, beispielsweise. Ne? Oder auch der ein oder andere Cutter benutzt den mal, wenn er seine Ruhe haben will. Gibt es ja auch ein Bett? Nee, tatsächlich nicht. Oh. Also wie gesagt, es ist eine reine Arbeitswohnung. Ich verstehe. Ja. Wow, voll schöne Küche. Die wird, glaube ich, noch nicht einmal benutzt. Wirklich? Ich habe überlegt, ob ich mal eine Kochshow drehe. Ja, wollte ich gerade sagen. Warum machst du denn nicht so einen Kochstream? Das wäre kernwichtig. Ja! Hä? Ist doch voll perfekt. Hm. Oh. Ja, ach so. Hier ist noch ein Schrank, wo alles Mögliche an Gedöns reingeschmissen wird. Ne? Kannst dich ja mal, anschauen. Alles Mögliche an Sets, die gerade nicht gebraucht werden. Klamotten und so weiter und so fort. Ne? Aha. Ja, das ist Studio 4. In Ordnung, ich muss mir merken, wo das ist. Kannst du dir einfach merken, wenn du beim Police Department hier die Ausfahrt, wo die Cops immer reinfahren, nimmst, einfach die Straße runterfahren Richtung. Okay. Süd. Direkt gegenüber vom Haupteingang, das ist okay, diese Business Tower. Okay. Witzig. Das ist witzig. Wie lange bist du bei Weasel News? Seit Anfang November. Und ist alles cool? Ja, doch. Bist du hier, ist das BD, einfach dann die Straße weiter Richtung Süden. Ja. Ja. Genau. Dann zeige ich dir jetzt unsere große Studioanlage. Mhm. Ja, doch, die Arbeit bei Weasel News, die ist wesentlich entspannter als die Arbeit als Anwalt. Also da hattest du leider sehr viel Kontakt mit allen möglichen Leuten, die alle einen Stock im Arsch hatten, und zwar waagerecht. Ja. Und das war einfach nicht so das, was ich auf Dauer machen wollte. Meinst du, dass wenn man Stock im Arsch waagerecht hat, dass man irgendwie Probleme damit bekommt? Ich glaube, Meinst du, der Darm platzt? Ja, oder der eitert ganz fies raus oder so. Ne? Also wirklich, ne? Also du musst ja theoretisch nur so einen Stock reinmachen, so einen kleinen 1 cm mit so einer eingebauten Technologie. Wenn man den per Funk auseinander macht, dann platzt der auf. Das wäre ziemlich eklig, ja? Ja, aber lustig. So, hier haben wir unser Studiogelände. Das sieht ja aus wie bei Disney oder so. Ist hier gerade ein Auto unterwegs gewesen? Habe ich mir das eingebildet? Ja. Ich glaube, ich habe mir das eingebildet. Du hast dir das eingebildet. Ja. Ja, das hier ist unser Studiogelände und Studio 1 befindet sich hier. Das ist das Studio 1. Die lassen sich auch mit einem elektrischen Türöffner öffnen, die Türen hier. Wow! Hier haben wir einmal unseren Blackscreen.
unseren Greenscreen, den großen und den Bluescreen. Wow! Das ist ganz schön grell. Ja. Und du verlierst ein bisschen die räumliche Wahrnehmung immer, wenn du hier reingehst. Oh mein Gott, ich dachte, ich würde eine Stufe runtergehen. Oh! Ja, das ist alles glatt komplett. Oh! Also hier kann man auch mal größere Sachen mit Greenscreen drehen. Ne? Hier kannst du im Zweifel auch ein Auto reinfahren. Wow. Da vorne ist der Bluescreen. Wenn das welchen nutzt angelegt. Man eher? Den Greenscreen. Den Bluescreen, den nutzt man dann, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, einen Interviewpartner mit grünen Haaren hat oder sowas, damit er nicht aussieht, als hätte er durchsichtige Haare. Ne? Genau. Wow. Cool. Ja. Den Blackscreen nutzt man dann, wenn man irgendwas in Szene setzen will, weiß ich nicht, jetzt irgendwie ein Trauervideo oder sowas und du willst nur die Person im Fokus stehen haben, dann kannst du den Blackscreen benutzen. Oh. Ja, wilde Nummer auf jeden Fall. Ne? Ja. Hier hast du auch nochmal einen Fernseher, wo du dir Sachen angucken kannst. Also wenn das Büro voll ist, dann ist es immer höflicher, wenn du mit den Leuten, wenn du dir irgendwas angucken möchtest, hier ins Studio 1 gehst eben und dir hier Sachen auf dem Fernseher anguckst. Ja. Wie das funktioniert, weißt du? Nee. Okay. Könntest du jetzt theoretisch die neue Folge Only One anmachen? Ja, richtig, genau. Wenn du in der Weasel-App bist, ne, und den Artikel aufmachst zu dem The Only One, dann hast du oben drauf, oben quasi unter der Überschriftenleiste, hast du neben zurück den Like-Button und so hast du einen Share-Button stehen. Warte, ich bin jetzt... Ja. Klick da mal drauf. Okay, hab... Und oh mein Gott! Dann wird's auf den Fernseher geworfen. Oh mein Gott! Ja. Okay. Du machst es auch wieder über die App aus. Ja. Wenn du wieder in den Artikel reingehst, dann hast du da unten einen Stopp stehen. Da drückst du einmal drauf, das ist immer wichtig. Ja. Wenn du ein Video anmachst und dann weggehst, ne, wenn es ist irgendwann in einem Endlos-Loop. Ne? Oh. Also es läuft dann immer weiter. Du musst es immer stoppen, wenn du es wieder wenn du es angemacht hast. Mhm. Ne? Genau. Wunderbar. Das ist Studio 1. Warte mal, kann ich dann... Oh, das ist ja... Dann können wir ja immer Party machen. Du kannst das auf jedem Fernseher, der fähig dazu ist. Also du kannst ja auch einen eigenen Fernseher kaufen, in die Wohnung hängen oder so. Ja, hier ist cooler. Ja. Okay, ist echt laut. Oh. Genau. Und du hast hier vorne auch nochmal zwei Arbeitsplätze, wo du eben arbeiten kannst, wenn du mal deine Ruhe haben willst. Ich ziehe ein. Also wir haben auch außer Haus Arbeitsplätze, wenn das große Büro dir zu voll ist, wie gesagt. In Ordnung. Gut. Du kannst hier das Studiogelände aber auch anderweitig für Filmaufnahmen nutzen. Ja, also du musst nicht hier in diesem Studio 1 sein. Haben ja auch da vorne hier so eine Kulisse beispielsweise. Ja, alles gut. Hier, ne, da ist auch überall Greenscreen außenrum. Ne? Das ist wie so eine Fußgängerzone aufgebaut quasi. Mm. Cool. Wurde das denn schon mal richtig aktiv genutzt? Richtig cool. Ja, wir haben es tatsächlich schon mal in einem Film genutzt, ja. Wow. Ja. Cool. Wie oft machst du so Artikelzeugs? Regelmäßig. Hm. Immer wenn was anfällt, ne? Mhm. Ich glaube, diese Woche waren es 4 oder 5 oder so. Erklärst du mir noch, wie ich das mache? Ja, das erkläre ich dir alles. Alles nacheinander, immer mit der Ruhe. Okay. So, da siehst du beispielsweise die Dame, die hat grüne Haare. Ah ja, die wäre für den Bus. Ne? Ja. Genau. Wer macht sich denn grüne Haare? Ja, weiß ich jetzt nicht, ne?
Immer das, was den Leuten gefällt. Willst du das auch machen? Nein. Hm. Ich habe mir noch nie in meinem Leben Jahre gefärbt. Ja, dann wird's Zeit. Auf gar keinen Fall. Pink würde stehen. Niemals. Hi. So, hier vorne ist unser Ausrüstungsschrank. Mhm. Da liegt beispielsweise Kameraequipment und sowas drin. Hast du schon eine Umhängemarke bekommen? Nee. Hast du noch nicht bekommen. Dann gebe ich dir die jetzt erstmal hier einfach. Mhm. Wie gesagt, die kannst du im Normalfall auch selber kaufen. Wenn du die Berechtigung dann hast beim Dings. Ach nee, das ist eine Umhängekamera. Das ist eine Kamera. Du hast mir eine Kamera gegeben. Gib mir mal eine Sekunde nochmal eben. Da ist der Weasel News und Melly. Entschuldigung, das war die Umhängekamera, die kannst du auch gerne wieder zurückpacken. Ja, gar kein Problem. Umhängemarken haben wir, glaube ich, gar keine mehr hier liegen gerade. Entschuldigung, bitte. Oh nee, ich möchte eine Marke. Mikrofon hast du auch noch nicht. Warum ist hier Alkohol drin? Nee. Das ist unser Alkoholschrank. Ah. Das gehört zur Dienstausrüstung. In Ordnung. Hier hast du einmal ein Weasel-Mikrofon. Dann haben wir Studiolichter und so, das ist aber nur für Kameramänner interessant. Wo muss ich das denn machen? Notizblöcke liegen ja auch immer drin, kannst du dir auch immer einen nehmen, wenn du einen brauchst. Habe ich schon. Ansonsten. Ja, war es das hier, glaube ich. Ja, dann auch noch Requisiten, so wie ein Piano und Weasel Fame or Shame Background und sowas, ne? Genau. Ich darf mir gar keinen Notizblock rausnehmen. Ach so, warte mal. Da steht so eine Zeitinfo, dass das nicht schön. Bitte schön. Dankeschön. So. Dann haben wir hier unseren Auch das ist einer der Fernseher, die eben Videos abspielen können. Ne? Wow. Wenn das jetzt so wie jetzt ist, ne, wenig los ist, du kannst ja Herbert und Nickel beispielsweise fragen, ob das okay für die ist, wenn wir mal kurz ein Video abspielen. Mhm. Ne? Können wir auch hier Videos gucken. Hier hast du auch Zugriff auf das Computersystem an den Laptops. Mhm. Ne? Das erkläre ich dir alles gleich. Dann haben wir hier den kleinen Greenscreen. Wenn es nur um eine kleine Aufnahme geht, dann kannst du auch den nutzen. Dann musst du nicht immer rüber ins Studio. Mhm. Hier hast du deinen persönlichen Spind auch. Da kannst du alles Mögliche reinschmeißen, wo du Bock drauf hast. Ah ja. Da hat jeder sein eigenes Fach. Da müsste irgendwo dein Name dran stehen. Ne? Hier stinkt's. Okay, warum? Ja, hier stinkt's einfach. Sind hier viele Klamotten drin von den Leuten? Ja, scheinbar. Ah. Hier haben wir eine kleine Sitzecke. Auch nochmal mit dem Fernseher und wo du eben auch Interviews führen kannst. Ne? Okay. Das ist auch ganz spannend. Mikrofon habe ich dir schon gegeben. Ne? Genau. Ja. Das sieht so aus quasi. Das kannst du dann immer benutzen, wenn du eben in Interviews oder so reingehst. In Ordnung. Nimmst schön hier hoch und sagst, hallo, mein Name ist Melody von Weasel News. Oh Gott, ja, das kriege ich hin. Das wird großartig. Wunderbar. Aber hier sind doch schon Mikrofone auf dem Tisch. Warum soll ich denn noch extra eins benutzen? Nein, das geht jetzt nicht um hier explizit, sondern generell, wenn du Interviews außerhalb führst. Ich verstehe. Genau. Ja. So viel zu den Örtlichkeiten von Weasel News. Dann kommen wir jetzt mal einmal zum System. Jetzt wird's kompliziert. Ja, so kompliziert ist es gar nicht. Du kannst dich gerne mehr hier an den Computer begeben. Also, unser Computersystem ist im Prinzip ganz simpel gegliedert. Du hast einmal die Ankündigung. Da stehen immer Sachen drin, die eben von der Leitung veröffentlicht werden. Ne? Mhm. Wichtige Mitteilungen, beispielsweise auch irgendwelche Infos für Besprechungen und so weiter, die angesetzt werden. Du hast aber, wenn du runterscrollst, auch die Ansprechpartnerlisten da stehen. Ja.
Das heißt, für SAMS, SAPD und DOJ und so gibt es immer Ansprechpartner, die eben für uns quasi die Pressestelle für die jeweilige Behörde gründen, an die wir uns wenden, wenn wir irgendwie Statements brauchen. Na? Gut, dann hört hast du... auf, euer Equipment im Auto zu lassen. Aha, aha. Ist das dann was? Ah, okay, das war so eine Info einfach nur hier. Ja, okay. Genau, richtig. Dann hast du die Personenakten. Da müsstest du dir jetzt auch einmal deine eigene Personenakte anlegen. Ach, hast du schon angelegt. Okay, ja. Wunderbar. Ja, da sehe ich es genau, richtig. Perfekt. Gut, hast du... Nee, du hast noch kein Foto reingeladen. Ne? Nee. Das erkläre ich dir gleich. Aha. Gut, machen wir erstmal weiter mit den Akten. Bei den Akten haben wir diverse Sachen. Ne? Wir haben einmal so Infoakten wie Leitfäden und so weiter und so fort. Wenn du mal ein bisschen runterscrollst, dann sind da zwei Akten mit so einem Weasel-Tag. Da hast du einmal das Leitstellenblatt und einmal Leitfäden. Ja. Bei Leitfäden siehst du immer so ein bisschen, ne, was wir was wir an Vergünstigungen beispielsweise bei verschiedenen Unternehmen haben. Wir haben bei einigen Food-Unternehmen beispielsweise Rabatte oder sowas eingeräumt. Ne? Dann haben wir da aber auch Guides und Leitfäden eben, wie du bestimmte Sachen machst. Ne? Das soll aber nur ein Reminder sein. Immer, ich erkläre dir das alles, du brauchst dir das jetzt nicht durchlesen. Okay. Ne? Weil das wäre ein bisschen viel gerade tatsächlich. Da stehen auch nochmal die Ansprechpartner drin für beispielsweise das SAMS. Die Pressesprecher des SAPDs und so, ne, findest du da auch noch mal einmal gesammelt. Mhm. Gut. Dann haben wir die Aufgabenliste. Da kannst du auch mal reingucken. Da siehst du beispielsweise jetzt Aufgaben, die Herbert für Yusuf eingetragen hat. Ja. Ne, wo er dann dahinter schreibt, ein Thumbnail für die Serie One Day in a Life organisieren. Da kannst du oben auch ganz normal auf Aufgabe erstellen gehen, wenn du oben rechts in der Ecke guckst. Ah ja. Da kannst du für jeden dann eine Aufgabe reinsetzen. Wenn du beispielsweise die Leitstelle hast und irgendjemand soll irgendjemanden zurückrufen und der ist aber nicht da, ne, und du willst ihm keine SMS schreiben, keine Ahnung warum, dann schreibst du es da rein beispielsweise, setzt ihm eine Aufgabe oder ne, okay. Sowas in die Richtung. Kalender ist, glaube ich, selbsterklärend. Ja. Ne? Du kannst da Termine eintragen, wenn du auf Termin erstellen gehst, wenn du auf dem Tag bist. Ne, ja, habe ich schon. Oh, perfekt. Okay. Punktcheck, Wellagea. Ja, Einstellung ist eigentlich unwichtig. Herbert, halt die Klappe, ich bin in der Einarbeitung. Das ist Gerhard, nicht Herbert. Gerhard! Herbert! Der Herbert ist der mit dem Fukuhila, der da vorne sitzt. Ah ja. Wunderbar. Jetzt gucken wir uns die Weasel-App an. Mach mal deine Weasel-App auf. Ja. Dann hast du oben die Reiter, Startseite, Artikel, Kategorie, Playlist und so weiter und so fort. Und ganz am Ende müsste unveröffentlicht stehen. Ja. Da klickst du drauf. Muss ich gerade mal mein Handy neu starten? Ja, bei mir auch. Es geht gar nicht. Ja, du musst dein Handy einmal neu starten quasi. Kann ich das komplett ausschalten? Ja, ja, du musst es einmal komplett ausschalten. Was meint er damit ausschalten? Achso. Okay, hat geklappt, ja? Ja. Wunderbar. Dann hast du da drin stehen Leitfäden für Artikel beispielsweise. Das ist der erste unveröffentlichte Artikel. Ne? Wenn du oben in die App reinguckst, ganz oben. Warte, ich bin mal neu. Was soll ich machen? Da hast du den Artikel, den ersten Artikel, der da drin ist, ist Leitfäden für Artikel, groß und rot. Ne? Ja. Da kannst du dir rein auch nochmal anschauen, immer wenn du das nachher irgendwie vergisst, was, wo, wie reingesetzt werden muss. Das erkläre ich dir jetzt aber gleich alles an einem praktischen Beispiel. Das ist nur nochmal eine Gedankenstütze, wenn du nicht mehr weißt, was muss wo rein. Mhm. Ne? Gut. Dann haben wir unten die Möglichkeit, wenn du ganz, ganz runter scrollst in die App. Ja. Dann hast du Account bearbeiten. Mhm. So, da klickst du mal drauf. Mhm. Da kannst du ein Bild hochladen. Ja. Das sollte ein halbwegs seriöses Bild sein, weil das Bild ist, das bei Veröffentlichungen von Artikeln dann den Leuten angezeigt wird. Ne? Okay, hab.
Wunderbar. Das Bild wird dann auch eben in der Personalakte und so verwendet. Aha. Ne? Genau. Wenn du jetzt wieder hochscrollst auf unveröffentlicht, ja, dann gehst du mal auf neue Artikel. Das ich ist kann oben Folge 3 sehen. Ja. Genau. Da hast du jetzt verschiedene Felder. Und zwar als erstes den Titel. Beim Titel ist es immer wichtig, dass du, wenn du an einem Artikel noch arbeitest, WIP da reinschreibst. Du machst also eine eckige Klammer, WIP und eckige Klammer wieder zu. Das heißt Work in Progress. Das bedeutet, die Leute wissen, an dem Artikel wird noch aktiv gearbeitet. Mhm. Ja. Immer ein Datum eben dahinter, wann der Artikel eröffnet wurde. Weil wenn es jetzt beispielsweise um einen Newsbeitrag geht, der ein aktuelles Thema behandelt und der ist eine Woche später noch nicht bearbeitet, dann kann man den auch knicken. Ja, dann braucht man den nicht mehr veröffentlichen, weil dann interessiert sich hier kein Schwanz. Okay. Auch wenn du fertig bist mit dem Artikel, ein Video reingeladen ist, ein Thumbnail reingeladen ist und so weiter und so fort, dann setzt du den Artikel auf Check. Dann schreibst du in diese Klammern einfach Check rein. Ne? Dann wissen die Leute eben, worum es geht. Okay. Gut. Bei Thema. Da ist immer, je nachdem, was eben dein Artikel beinhaltet, schreibst du da Berichterstattung oder eben eine Kolumne rein oder Dokumentation oder Entertainment. Ne? Das ist einfach der grobe Überbegriff des Artikels, um den es geht. Ne? Mhm. Wenn du jetzt beispielsweise ein Interview mit irgendjemandem zu einem aktuellen Thema führst, schreibst du da einfach Berichterstattung rein. Okay. Bei Bildinformationen ist unwichtig, wenn du beispielsweise das Thumbnail, ne, da brauche keinen Text für die Bildinformation. Bei Kurztext schreibst du dann noch rein einen Satz ergänzend zum Artikel. Aber was ist denn, wenn ich theoretisch jetzt mit jemandem ein Interview halte, was sich gerade spontan ergibt, aber ich habe kein Videomaterial. Ist es okay, das schriftlich dann einzutragen? Du kannst das auch schriftlich machen, okay. Klar, natürlich. Du kannst auch schriftliche Artikel veröffentlichen. Okay. Bei Geil. Kurztext kommt dann immer noch so ein Zusatzsatz zum übernehmen. Artikeltext rein. Ja, ich übernehme. Ich habe zu viel Leitstelle. Jo, danke. Egal. Ja gut, hat er nicht gecheckt, dass ich die vorhin genommen habe. Nee. Bei Kurztext, wie gesagt, kommt immer noch mal so ein Nebensatz rein, der den Artikeltitel quasi unterstützt. Wenn du jetzt quasi als Titel Schießerei in der Southside hast, dann kannst du bei Kurztext reinschreiben, mehrere Verletzte durch bewaffneten Konflikt oder sowas. Mhm. Ne? Einfach noch mal so als manchmal auch so ein bisschen Clickbait-Unterschrift quasi, ne, damit die Leute draufklicken. So. Mhm. Bei Kategorie kannst du immer auswählen, in welche Kategorie es rein soll, Entertainment, News oder Musik. Ne? Entertainment ist beispielsweise hier The Only One. Ne? News, Standard, weißt du selber, Musik ist eben Musikveröffentlichung. Ne? Bei Autor wählst du nichts aus, das macht er nachher automatisch. Und unten schreibst du auch immer irgendwas rein, wenn du einen Artikel eröffnest, beispielsweise WIP. Ne? Mhm. Wenn du den Text noch nicht geschrieben hast, irgendwas muss immer drinstehen. Mhm. Ne? Gut. Ansonsten geh mal in die unveröffentlichten Artikel zurück. Mhm. Dann hast du unten... Wo ist denn... Darf ich kurz reingrätschen? Was ist los? Hast du jetzt schon was zu essen? Weil ich nehme jetzt gleich den Flieger in den Urlaub und ich habe noch ein bisschen Essen und Trinken über. Ja, ich habe zu viel zu essen. Nee, danke. Also, brauchst du hier was, Melody? Weiß, ja. Okay, dann kriegst du das. Eine Sekunde. Wo geht's denn hin? Oh, ein bisschen in der Heimat Familie besuchen. Ah ja, entspannt, gönn dir. Danke. So, bitte. Dankeschön, schönen Euch Urlaub. Euch dann noch viel Spaß, danke. Auch so. So, wenn du, wie gesagt, in den Unveröffentlichten bist, ne, dann hast du unten in der vierten Reihe von unten gesehen, hast du einen Artikel, wo drin steht, Flugzeugcrash auf dem Grabseat-Flugfeld. Ja. Der ist in der Mitte in der vierten Reihe quasi. Aha. Da klickst du mal drauf. Und dann klickst du auf Bearbeiten oben. Ja. So, dann siehst du das auch alles mal ein bisschen ausgefüllt quasi. Ne? Dann siehst du oben eben der Titel, der ist jetzt schon terminiert, der Artikel, der wurde gecheckt. Da haben dann die Editoren hintergeschrieben, Text okay und Video okay. Ne? Und dann wurde er terminiert auf den 4.2., also auf morgen um 20 Uhr. Mhm. Das heißt, morgen 20 Uhr wird er veröffentlicht. Dann hast du unten eben, wie gesagt, Berichterstattungen drinstehen, Maschine der Border Patrol rast im Felsen, Kategorie News und Autor Sean O'Malley. Ne? Mhm.
Und ganz unten im Textfeld ist halt so ein kurzes, aber erklärendes Sätzchen oder zwei, ne, was so ein bisschen den Artikel anteasert, aber nicht so viel vorne wegnimmt. Ne? Immer kurz, worum es geht halt. Mhm. So, unten hast du bei dem Journalist und Kamerakat hast du dann eben die Leute drinstehen, die daran beteiligt waren. Also das, wenn ich dann irgendwas auf irgendwas richtig Bock habe, auch theoretisch, oder was direkt sehe, dann muss ich direkt Kameramann kontaktieren? Musst du nicht. Du kannst, wie gesagt, auch selber filmen. Ne? Okay. Du hast ja beispielsweise deine Handykamera oder du nimmst eine Umhängekamera mit oder sowas. Ne? Ja. Aber es ist immer sinnvoll, einen Kameramann mit dazu zu ziehen, weil die wissen einfach, was sie tun quasi beim Filmen. Ich habe keine Ahnung, ob du dich mit der Materie so ein bisschen auskennst oder nicht. Ja, noch nicht so. Ne? Aber du kannst es dir natürlich auch selber aneignen. Dankeschön. Ne? Das nimmt dir keiner mit. Medizin. Auf jeden Fall, unten hast du das halt so in dieser Formatierung drinstehen, Journalist, Kamerakat, ne? Und dahinter dann eben die Leute, die an dem Artikel immer beteiligt waren, so ein bisschen die Credits quasi. Okay. Genau. Ja, so viel zum Thema Artikel erstellen. Das ist ganz schön viel, mein Kopf raucht ein bisschen. Ja, dafür gibt es ja auch immer noch, wie gesagt, die Leitfäden, ne? Ja. Oben der Leitfaden für Artikel. Da steht im Prinzip das, was ich dir gerade gesagt habe, alles nochmal detailliert drin, damit du da eben immer drauf zurückgreifen und nochmal nachgucken kannst. Okay. Ja? Genau. Gut, wenn du einen Artikel bearbeitet hast, dann musst du immer abspeichern, wenn du was geändert hast. Jetzt bitte nicht diesen Artikel abspeichern, den ich dir gerade gezeigt habe, ne? Ne, aber dann kannst du dir den Artikel auch immer nochmal angucken und immer nochmal bearbeiten. Okay. Gut. So viel zum Thema App. Gibt es denn noch mehr? Ja, es gibt wahnsinnig viel. Das ist aber auch alles, wie gesagt, das lernst du, wenn du es tust. Ne? Das ist jetzt am Anfang super viel, wenn ich dir das alles erkläre. Bin mir sicher, die Hälfte wirst du gleich wieder vergessen. Das ist okay. Ne? Ja. Ich werde dich die nächsten Tage, wie gesagt, eh bei deiner journalistischen Arbeit begleiten. Wenn du Hilfe brauchst, kannst du mich jederzeit ansprechen. Du kannst auch jeden anderen aus dem Ausbildungsteam ansprechen. Ne? Mhm. Und dahingehend ist jeder gerne immer jederzeit bereit, dir da irgendwie zu helfen, wenn du Hilfe brauchst. Okay. Gut. Für die Kameramänner, das ist jetzt für dich nicht so interessant, aber vielleicht, wenn du selber mal einen schriftlichen Beitrag machst, für den du selber ein Foto machst als Thumbnail. Ne? Ja. Die Thumbnails zu den Beiträgen, die laden wir jedes Mal in die Cloud rein. Ne? Wo ist die Cloud? Das erkläre ich dir sofort. Ja. Also die Cloud, die ist extern im System, wie gesagt. Ne? Die, genau, richtig. Ja, ne? Da lädst du das. Da lädst du das Thumbnail einmal rein, damit es jeder hat und damit wir das eben auf Whistle beispielsweise auch posten können. Habt ihr mir schon Zugriff auf die externe Cloud gegeben? Da müsstest du Zugriff drauf haben, ja. Ich guck mal, warte. Ah ja. Hab ich. Wunderbar. Perfekt. Genau, da findest du alles Mögliche, was an Videomaterial beispielsweise hochgeladen wird von den Kameramännern, wenn die das für andere Kameramänner hochladen und so weiter und so fort. Mhm. Ne? Und eben Thumbnails zu Artikeln und so weiter und so fort, das wird alles in die Cloud geladen. Mhm. Ne? Genau. Ja, dann haben wir Computersystem, habe ich dir erklärt, Arbeitsmaterial habe ich dir erklärt, App und Cloud habe ich dir erklärt. Was ist so deine eigentliche Aufgabe? Du möchtest ja mehr so in den Bereich Kolumnen, Lifestyle gehen. Also wie würdest du Kolumnen definieren? Ja, du möchtest Texte schreiben, oder nicht? Ja, genau. Ich würde, also zum einen würde ich mich ein bisschen austoben und mir geht es immer so ein bisschen darum, dass ich, wie ist das, wenn ich Dinge erfahre, die nicht unbedingt offiziell erfahren wurden? Also ich halte kein Interview, aber die Person erzählt es mir trotzdem. Dann kannst du das natürlich in einem Artikel verwerten. Okay. Ne? Also Quellenschutz wird hier natürlich auch groß geschrieben. Kann ich das dann sozusagen als Geschichte verpacken? Und du kannst das natürlich so verpacken. Na klar. Okay. Das kann man machen, wenn du das möchtest. Du kannst natürlich auch einfach offen kommunizieren, dass es sich um jemanden handelt, der anonym bleiben möchte. Ja. Kann einer für 10 Minuten die Leitstelle übernehmen? Ja, check, ich nehme die wieder. Okay. Danke dir. Du kannst das machen, wie du möchtest. Du hast die komplette künstlerische Freiheit. Niemand sagt dir, du musst das so und so und so machen, deine Artikel, sondern du kannst, solange es gut ist und unterhaltsam ist, kannst du machen, was du möchtest. Okay. Na? Ja, du wirst
am Anfang ja bestimmt auch mal in den News-Bereich reinschnuppern möchten, wollen zumindest. Ne? Ja. Wir kriegen Dispatches. Ein Dispatch hast du bestimmt schon mal geschickt über dein Handy, richtig? Ja. Genau. Ich schicke jetzt einfach mal ein Weasel News Dispatch. Dann siehst du, Dispatch 157 ist eingegangen. Ja. Der Dispatch ist übrigens für mich, für die Einarbeitung gerade, ignorieren einfach. Super. Dann kannst du mal eben dir dein GPS-System aufrufen, deine Karte. Und da siehst du jetzt bei uns, wo wir gerade stehen, einen roten Punkt, quasi einen roten Kreis. Ne? Ja. Genau. Das ist der Dispatch-Bereich. Wir können das nie genau bestimmen, aber irgendwo im Umkreis muss dann halt der Dispatch hergekommen sein. Also ein ganz schön großer Umkreis. Es geht eigentlich. Also und das schickt dann für gewöhnlich jemand, wenn er weiß, da passiert gerade was? Richtig, genau. Beispielsweise schicken viele Polizisten das, wenn die irgendwie Razzien anfahren oder sowas, ne, um uns da auf dem Laufenden zu halten. Dann schicken wir einen Kameramann und einen Journalisten vorbei, der sich das Ganze mal anguckt. Mhm. Ne? Genau, die Dispatches, die kannst du bearbeiten. In der gleichen App, wo du dich auch einstempelst und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Da kannst du eben, hast du oben den Reiter Dispatches. Ah ja, wenn ich dann dort bin, soll ich den abschließen? Genau, richtig. Dann gehst du bei 157, das ist wie gesagt der, den ich gerade geschickt habe. Da kannst du mal drauf gehen. In Bearbeitung wahrscheinlich, oder? Genau, in Bearbeitung oder eben in erledigt. Du kannst den jetzt auch auf erledigt setzen. Ne? Mhm. Genau, wenn du den auf erledigt gesetzt hast, dann gehst du zurück in das vorherige Menü und dann gehst du auf alle erledigten Dispatches löschen. Okay. Und dann verschwindet der Dispatch. Ah ja, okay. Ja, also wenn du einen Dispatch bearbeitet hast, immer nachher rauslöschen. Nicht, dass da noch 7 Leute anfahren und der ist eigentlich schon lange abgearbeitet. Aha. Ja. Immer im Funk auch eben kommunizieren. Wenn du einen Dispatch anfährst, dann sagst du eben, ja, Melodie macht sich auf den Weg zu Dispatch. Ne? Bla bla bla. Okay. Dann wissen die anderen Bescheid. Gut. Dann haben wir das auch. Ansonsten, wir kriegen auch oftmals Tipps eben über die Leitstelle, ne, dass gleich irgendwo was passieren könnte und dass wir da mal jemanden hinschicken sollen. Ne. Das koordiniert dann auch die Leitstelle meistens so ein bisschen, ne, und fragt nach, wer hätte Zeit dafür, das zu übernehmen, ne, fahrt ihr da bitte hin und so weiter und so fort. Okay. Genau. Und wenn sich keiner bei den Dispatches meldet, dann ist es auch an der Leitstelle eben zu koordinieren, so fährt da jemand bitte hin, ne, damit wir gucken eben, was ist da los. Mhm. Gut. So viel zu diesem Thema. Ja, ansonsten gibt es natürlich noch den Punkt, wie du am besten ein Interview führst, einen Artikel verfasst und so weiter und so fort. Das ist aber Learning by Doing. Da kann ich dir super wenig Theorie jetzt mitgeben und das ist alles super viel, was ich dir sowieso schon erzählt habe. Ja. Ne? Deswegen würde ich sagen, war es das an der Stelle erstmal mit der Einarbeitung. Okay. Ja, gar kein Problem. Ich bin sehr optimistisch. Ich krieg das direkt hin. Das ist super. Ich bin Naturtalent. Ja, das glaube ich. Du scheinst ja nicht auf den Kopf gefallen. Auf gar keinen Fall. Genau. Nee, gut. Also, ich habe heute hoffentlich noch ein paar Interviews anstehen. Ich weiß nicht, wie lange du heute da bist. Wahrscheinlich so bis 4 oder so. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das vor 4 hinkriege mit den Interviews, ob die Ansprechpartner dafür da sind. Ich werde das gleich mal versuchen. Ansonsten können wir auch gleich mal gucken, ob irgendwelche anderen Leute noch irgendwelche Sachen haben oder im Dispatch reinkommt. Dann würde ich dich einfach mal mitnehmen. Ne? Ja. Du bist so lange Trainee, bis du deinen ersten eigenen Artikel veröffentlicht hast. Oh. Oder eben eine Woche lang. Okay. Ich wollte morgen schon den ersten Artikel machen. Ja, dann mach das doch. Aber ich will Trainee bleiben. Du kannst natürlich auch gerne noch Trainee bleiben. Ich will für immer Trainee sein. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Okay. Na, aber wie gesagt, ne, die Zeit mit dem Mentoring, die können wir auch ausdehnen. Das ist kein Problem. So, ne, ich kann dir gerne dahingehend bei deinen ersten Artikeln und so weiter gerne zur Seite stehen, wenn du das möchtest. Wenn nicht, dann ist das auch okay. Ne? Mhm. Ja, das ist der aktuelle Stand. Gut, machen wir so. Wunderbar. Dann bin ich die ganze Zeit erreichbar. Perfekt. Also du kannst natürlich, wie gesagt, auch gerne jederzeit durch die Stadt fahren. Wann du dich einstempelst und ausstempelst, ist noch wichtig. Ne? Wenn du irgendwelchen Privatkram machst, ne? Wie beispielsweise shoppen gehen oder joggen gehen oder sowas oder auf eine Party fährst, dann ist das keine Arbeitszeit. Ne? Ah, okay. In der Zeit musst du dich ausstempeln. Okay. Wenn du jetzt aber in der Stadt unterwegs bist und abrufbar bist und also selbst wenn ich jetzt mit jemandem Kaffee trinken bin, aber ich bin trotzdem so von wegen, wenn was ist, bin ich direkt da, bin ich aber trotzdem eingestempelt. Okay. Richtig, das kannst du eingestempelt machen. Ne? Ja. Du bist ja auf Abruf quasi. Ne? Ja. Und wenn du
wie gesagt, auch einfach durch die Stadt fahren willst, nach Sorry suchen willst, dann kannst du das gerne jederzeit tun. Du kannst dir jederzeit einen Kameramann schnappen, wenn die Zeit haben und sagen, hey, lass mal eine Straßenumfrage machen oder sowas, keine Ahnung. Na, irgendwas, worauf du Bock hast, du bist da komplett frei in deiner Entscheidung. Geil. Ja. Dann machen wir das so. Dann danke ich dir für die coole Einarbeitung, 12 von 10 und ich bin da. Top, IBR, gerne wieder. Guti. Dann, bis dann. Alles klar, bis später. Harakiri, danke schön für 5 Monate. Mikroamsi, danke für 5 Monate. Daniel, danke für 20 Monate. Ike, danke für 21 Monate. Und Espada, danke schön für die 10 Gifte. Danke schön. Ich wusste das ja echt nicht. Hallo. Euer Trainee ist jetzt offiziell eingearbeitet. Wunderbar. Also noch nicht ganz, aber fast. Hat der schon dir alles gezeigt, ja? Er ist ganz schön viel, mein Kopf raucht. Ja, das sieht man immer. Ja. Ich bin ganz schön am Schwitzen, hä? Ja, ich bin richtig am Schwitzen. Na, du aber auch, Gerd. Hast du auch eine Einweisung bekommen? Nö. Ja, dann werde ich euch auf jeden Fall jetzt die Wochen richtig auf den Nerv gehen, weil wir richtig viel machen werden. Das musst du erstmal schaffen, hör mal. Na, warte mal ab, du. Ich bin gespannt. Ja. Also, ich muss einen Artikel schreiben. Ja, ich mach ein paar. Gerd, du machst Kamera auch, oder? Der Herbert. Warum hast du denn eine Kamera in der warum machst du das denn dann? Für die Frauen. Das sieht wichtiger aus. Weil die so Paparazzi-mäßig, wenn irgendwas ist, dann mache ich ein kleines Bild. Ja, aber so richtig Kamera mache ich nicht. Okay. Und du machst Kamera, ja? Der Herbert, ja. Herbert. Ja, richtig. Okay. Und du gehst in Urlaub, ne? Ich ja, aber ich bin wahrscheinlich Montag wieder da. Okay, entspannt. Cool. Ja, er ist auch Kameramann zur Not, ne? Okay. Die Nummern habe ich ja dann da im Archiv. Ja. Genau. Gut. Ja, ansonsten hast du mal einen Funk, wo du uns erreichen kannst. Ja, ne? Ja. Gut, dann meldet euch, wenn was ist. Okay, schon. Ich kann die Leiche übernehmen, wenn du möchtest. Ja. Machen wir. Gut. Kannst dich auch jederzeit melden, wenn irgendwelche Probleme sind. Ich melde mich jeden Tag. Ich geb dir gern Hilfestellung. Natürlich, Gerhard. Gut. Dann meldet euch, wenn was ist. Machen wir. Ja, du bis auch, dann. Ne? Mach's gut. Junge, ist das unfassbar, umfangreich. Alter. Aber ich muss sagen, Junge, mega gut. Also wirklich, wirklich, wirklich gut. Richtig gut gemacht. Wir haben ja auf dem Discord, schicken die Sachen rein. Dann wird es da halt auch wahrscheinlich bearbeitet. Es ist mega gut, wirklich. Also ich habe mega Bock drauf. Ich habe ein bisschen Sorge gehabt, weil RP und Arbeiten war für mich so schwierig. Ich habe keinen Bock auf PD, aber also an sich Bock auf PD, ja, aber halt diese Seriosität, Krankenhaus in irgendeinem Laden, dachte ich so, oh nee, ich werde für immer arbeitslos bleiben. Aber das ist echt gut gemacht, weil das ist halt nicht nur plump, ich mache einfach das Gleiche, sondern ich kann viel von mir selber damit einfließen lassen. Und das, daraus wird sich sicher sehr, sehr, sehr viel gutes RP ergeben. Homestead PD seriös. Naja, ich kann ja nicht ins PD rein und übelst rumtrollen und nur Scheiße machen. Da musst du ja diese Akten machen. Warte mal. Ja, kein Bock auf Akten. Also für die meisten Trollcharaktere sind beim PD. Meinst du? Aber unveröffentlichte Sachen im Stream schauen, wie zum Beispiel The Only One Episode 3, ist, glaube ich, nicht so gern gesehen, oder? Alles in außer Betrieb. Ich weiß es nicht. Ich würde es aber gerne machen, weil mein Charakter guckt sich ja Reality-TV-Sachen an. Ich werde mal fragen. Ich frag mal tatsächlich nach. Aber ich verwende es ja
Für mein eigenes RP. Ist ja jetzt nicht so, dass ich unbedingt was leaken will oder so. Ich... Ich frag mal, ich gehe mal in den Support. Warteraum. Ich mute mich dann gleich kurz, ja, falls ich drin bin. Wo ist denn mein Name? Warte. Hallo, ich muss doch fragen. Ich muss nur mal eben, wartet mal. Ich bin, hä? Ich soll da mit dem Discord-Namen rein, ja, aber... Raid ist Dankeschön für den Raid. Ich hoffe, ihr habt einen coolen Stream gehabt. Ich habe mein Discord-Namen verwendet. Ja, anscheinend nicht. Ja, ich glaube, ich schreibe lieber Ticket. Geht gerade irgendwie nicht. Ticket einreichen. Allgemeine Frage. Hallo. Kurze Frage. Selben Pulli hat der sogar an wie ich. Kurze Frage. Ich arbeite jetzt bei Weasel News und hab somit Überblick auf unveröffentlichte Artikel sowie Videos. Wie schaut das aus? Weil ich ja auch nicht viel Leute streame. Ist das intim, dass ich die hier anschauen darf? Ticket Ende. So. Ja, ey, es ist doch, aber das ist ein gutes Ticket. Ich muss pipi, komme ich wieder. Okay, wir machen weiter. Ich glaube, du darfst es zeigen, weil es Spiele halt sind und die nicht abrufbar sind für Nicht-Spieler, die nur deinen Stream gucken.
Ja, also. Ja. Was macht der denn hier? Was meinst du denn? Hau ab, du Schwein! Hast du mich Schwein genannt? Ja, dein Auto ist pink, wie ein Schwein. Zieh deine. Aber du mach dich ab. Du wendest auf der falschen Spur. Das stimmt, aber das kann auch passieren. Du bist ein Schwein, ganz ehrlich. Ich sehe so aus wie ein Schwein, aber du bist ein Schwein. So. Gucken wir uns das Reality-TV an. Das ist irgendwie mein Lieblingsort hier, ne? Nee, ich habe selbst ein Tempomat reingemacht. Wir setzen uns hier. Warum wird das nicht als Stuhl anerkannt? Was macht der da? Ist das ein Partyboot? Dancen ab. Kixi, danke schön für den Raid. Hallöchen. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream gehabt. Nee, auf Pote lasse ich mich nicht ein. Wir können nicht schwimmen, Leute. Das ziehen wir auch hier wieder durch, bis wir es können. So, ach, was ein Ausblick. Um Trash-TV zu gucken. Herzlich willkommen zur zweiten Folge. Wir starten heute direkt mit einem Einblick in die Villa. Und nervös? Was geht? Eben gerade war schlimmer, sag ich dir ehrlich, wie es ist. Guten Tag. Hallo. Hallo. Guten Abend. Genau. Was können wir Ihnen anbieten? Wir haben alkoholische Getränke und nicht alkoholisch.
Champagner. Sind das echte Goldfäden auf deinen Schuhen? Ja, safe. Hey. Hallo, die Herrschaften. Hallo. Hallöchen. Ach. Ja, du kommst ja auch jetzt gerne in die Bahn, ne? Gönn dir. Jo, ich gönn dir gleich auf jeden Fall. Gute Uhr. Danke. Und wie fandest du Holly? Ist ja nett und wunderschöne Dame, oder was? Mhm. Aber ich meine, die hat immer Film und Geist gespielt. Ich weiß nicht, ob er den nicht. Ja. Über Weihnachten mit dem Geist gespielt, glaube ich. War das nicht? Ich glaube, ich habe die auch schon in Musikvideos gesehen. Ich bin mir nicht 100% sicher. Irgendwie kommt die mir auch so bekannt vor. Aber ist eine ganz nette, also. Ja, also, bis jetzt ja. Also, oh! Gut, ich habe mit ihr hier eine Minute geredet, mit den Jungs hier irgendwie 3 Stunden jetzt schon, also. So, wenn du jetzt nicht irgendwie einen der Jungs datest, ich glaube, das würde das ganze Konzept kaputt machen. Hä, jetzt wäre richtig, das wäre Kamera, das wäre Konzept. Also, Polly wird dann einfach entfernt aus der Sendung. Wie gesagt, das wird hier zu Big Brother oder so. Ey, da würde ich, sag ehrlich, ne? Wir Big Brother, Junge, ich würde es feiern. Ey, hallo, ich bin immer noch da, meine Liebe zu finden. Hallo, was soll das hier? Hörde. Er will irgendwie. Was denn Apfelschorle? Er kribbelt hier, ja, ist auch eine gute Idee. Ob welcher oder bei, sag ich dir ehrlich. Hast du Zitronengeschmack? Was da? Hey Leute, na Jungs, ist sie nicht der Knaller? Ich wusste es! Das ist unglaublich, diese Frau! Boah, wie aus dem Märchen. Gott. Ey, das ist so hart, dieser Kontrast einfach. Ja, ist okay, ja, noch Big Brother. Die ist wirklich. Komm, Junge, dann setz mal jetzt dazu. Komm, okay. Ja, redest du gerade über die Frau oder willst du mir gerade irgendwie den Staub sogar andrehen? Holy nee, shit, nee, 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 das ist die Frau, das ist die Frau, das ist unglaublich. Okay, okay. Die sieht so wahnsinnig gut aus, ich kann nicht mehr. Ich bin so glücklich, dass ich die Wahl getroffen habe, wirklich hier dran teilzunehmen. Das ist. Das gibt's ja auch nicht auf der Straße oder sowas. Das ist schon eine Frau mit Klasse. Das ist super. Nur eine Frage: Gibt es einen von euch, wo ihr jetzt denkt, oh, das passt gar nicht so zu mir? Oder wo ihr schon ein bisschen Bedenken habt, dass das vielleicht optisch gesehen doch nicht euer Fall ist? Ja, du. Also, wenn sie auf Intelligenz steht, dann weiß ich, dass definitiv einer schon mal hier rausfällt. Ich könnte mir vorstellen, dass die tatsächlich ein Hindernis sein könnte. Also in der Theorie. Ich glaube schon, oder? Was für ein Hindernis, Bruder? Ja, das Problem ist halt, also. Ja. Was für ein Hindernis, bin ich fett geworden? Also. Du bist doch ein Mann gehobener Klasse, deswegen, sonst würdest du ja nicht hier mitmachen, ne? Du hast einen schicken Anzug an, du trägst halt Schmuck und ich höre auch raus, dass du ein ganz schlauer bist. Und. Ich sitze auf deinem Platz, hä? Ach, das ist Zufeuer. Ja. Okay, pass auf, das ist aber so, ja? Wenn du halt nicht die ganze Zeit dran bist, dann wird jemand anderer kommen und sich die Chance nehmen. Das ist wie bei Holly. Und so kämpfe ich. Das hier gerade ist ein symbolischer Akt, mein Freund. Und ich werde kämpfen! Also wenn du den Platz wieder haben willst, dann hau mir in die Fresse oder lass es sein und geh mir aus dem Weg. Dachte ich mir. Es hängt weiter. Schreien jetzt. Was machst du da? Ich werde mich hier nicht schlagen, das ist immer noch eine Fernsehproduktion. Aber jetzt weiß ich ja, wie aggressiv hier einige Teilnehmer sind. Unglaublich, was ist das? Achso, warte, du sollst. Ich bin auf jeden Fall von euch allen ziemlich positiv überrascht. Es sind wirklich super unterschiedliche Männer hier und ich bin echt gespannt, euch alle kennenzulernen. Spannend. Hey, Holly. Oh, schon. Keiner redet. Hey. Wer ist das denn? Du kannst doch gern dichter kommen, du musst doch nicht so alleine stehen. Komm doch jetzt hier. Also, ich hab doch gesagt, wir sind miesen Gruppendynamik. Jetzt hab ich gelernt, ich schau. Jetzt habe ich verstanden, was Dings. Ja, jetzt. Also ich merke schon, ihr versteht euch wirklich super. Allerdings ist mir auch daran gelegen, euch kennenzulernen. Und ich würde gern mit Bibi rausgehen und ihn draußen gerne kennenlernen. Hey. Magst du mit mir rausgehen? Nimm Burger mit. okay. Wow. Weil es sich alleine meistens doch besser reden lässt.
schnappt sich Holly Bigby, um draußen ein Gespräch zu führen. Und, immer noch so nervös wie am Anfang? Voll. Voll und ganz. Oh. Nee, also tatsächlich bin ich gar nicht mehr nervös. Ich glaube, das bringt aber auch so ein bisschen die Arbeit mit sich. Ich arbeite ja bei Weaselnews und da habe ich schon den einen oder anderen Dreh gemacht, weißt du? Und ich glaube, das gibt einem irgendwann ein ziemliches Selbstbewusstsein. Wo arbeitest du denn? Ich bin Sicherheitsbeamter beim Galaxy. Ich stehe vor der Tür draußen. Ich glaube, da hast du bestimmt auch schon das eine oder andere erlebt, oder? Hey, voll. Also jeden Freitag und Samstag ist echt Hackmeck da. Ist ein bisschen stressig manchmal, aber eigentlich ganz okay. Aber sag mal, warum eigentlich Bigby? Also steckt was hinter diesem Spitznamen, oder? Ja, sehr viel. Ja, magst du erzählen? Boah, das kann ich dir irgendwann gerne näher erklären, aber das ist eine lange Geschichte und die ist auch sehr tiefgründig. Oh, ja, erzähl! Also bist du ganz geheimnisvoll, ja? Boah, das hat eben sehr viel mit der Vergangenheit zu tun, weißt du, ich meine? Ey, wir haben die Freigabe! Wir dürfen mal! Was unveröffentlicht ist, kannst du machen. Viel Spaß. Geilo, danke. Das ist wirklich so, also Ach. Das ist so praktisch die Creme de la Creme, wenn ich dir das erzähle. Weil weiß fast keiner. Und da bin ich gespannt, ob ich das vielleicht irgendwann erfahren darf. Oh, bestimmt. Wenn du dir so ein ideales Date vorstellen würdest, was würdest du dann machen? Das ist eine gute Frage, ich sag dir ehrlich. Oh, ich hasse das! Das ist so schlimm, wenn du mit jemandem redest! Du musst ihm alles aus der Nase ziehen, obwohl er für dich da ist! Oh. Bist du so jemand, der das komplett durchstrukturiert, oder sagst du einfach, ja okay, wir treffen uns, gucken einfach mal, wohin es uns führt? Ich bin eher so zweiteres. Ich sag dir ehrlich, ich bin auch nicht so... Bin nicht so krass der Date-Typ. Also, ich setze mich jetzt nicht hin und sag, oh, ich fühle die Frau jetzt aus und fahr da und dahin und mach das und das. Weiß ich nicht. Oh. Gibt diese Spontanität. Ganz ehrlich, ich weiß Spontanität raus. Ist ja, nicht Spontanität, schlecht. Aber spontan antworten hast du auch nicht. Wenn wir die Möglichkeit hätten, irgendwie alles zu machen und uns jede Tür offen stände, was würdest du jetzt mit mir machen wollen? Alter, direkt ausziehen und jetzt über die Dickens da springen und direkt baden gehen, Junge. Und danach holen wir uns eine schöne Zuckerwatte auf dem Markt hier und dann gehen wir schön Achterbahn fahren. Das wird gut. Und dann gehen wir schön... Die Leitstelle ist unbesetzt. Will das jemand mal machen? Ich bin jetzt weg für heute. Für später zumindest. Ich glaube, ich trau mich noch nicht. Ich hab schon übernommen. Okay. Perfekt, danke euch. Ich muss woanders gucken gehen. Ich muss ganz dringend woanders gucken gehen. Das ist viel zu laut. Wir müssen da hoch. Junge. Der redet einfach nicht. Wobei, ich weiß nicht, ob man das da oben nicht auch hört, das Meer. Ich will auch mitmachen, Mann. Bewirb dich doch. Gibt doch noch mehr Staffeln. Ach, nevermind, hier ist auch laut. Egal, wir gucken trotzdem nach oben weiter. So. Einmal hinsetzen, warte mal. Ah ja. Ja, guck. So, genau so gucken wir weiter. Und weiter geht's. Das ist... Ich sag dir, ich glaube, ich würde einfach mit dir schön was essen gehen. Oh, einfach wirklich standardmäßig. Einfach mit Essen, was. Ruhige Atmosphäre. Vielleicht ein schönes Kerzenlicht, Live-Musik. Das würde ich so. Oh. Erste Date, habe ich gehört, soll immer ruhig sein. So. Bisschen was? Gelassener. Was? Was? Okay. Soll das erste Date ruhig sein? Wo hat er das denn gehört? Kennenlernen kann man. Man muss ja auch kennenlernen. Oh. Ich verbinde das aber ganz gerne mal mit einer Aktivität, weißt du? Weil ja. Dass du so ein bisschen diesen Druck raus. Ja. Wenn man nebenbei was machen kann und sich dann auch entspannt kennenlernen kann. Aber was hältst du denn davon, wenn wir reingehen und zusammen was trinken?
können wir machen, wenn du willst. Okay, dann lass uns doch reingehen. Oh, der ist... Hey, Kumpelmaster, komm jetzt her, mal für ein kleines Gespräch. Privates. Oh, okay. Komm, Kumpelmaster, komm. Okay. Ja, ich glaube, also, das ist noch nicht so ganz so hinweg. Man sieht auch, dass hier gerne Leute gemobbt werden, ja. Das ist schade, das ist schade. Ey, ich will jetzt noch nicht die Außenseiterrolle einnehmen und so tun. Mein Gott, keine Gentlemen, nur Asoziale. Okay, Bigby, du warst der Erste, der aus dem Auto gestiegen ist und der Erste, der jetzt hier das Einzelgespräch hatte. Ist das ein Zeichen, was glaubst du? Boah, das ist eine schwierige Frage gleich zum Anfang. Ne? Oh mein Gott, für ihn sind alles schwierige Fragen. Er braucht für alles so lange, um drüber nachzudenken, was er jetzt antwortet, Junge. Der braucht bestimmt 20 Jahre, um den Heiratsantrag zu machen, wenn du mit dem 20 Jahre zusammen bist. Ich glaube nicht, ich glaube einfach nur... Ja, das ist der Erste bei uns, dass sie einfach ja, den Ersten gleich rangenommen hat. Bigby, willst du mich heiraten? Och, das ist jetzt eine schwierige Frage. Ich weiß nicht, ob es... Ich glaube, sie geht so nach Reihenfolge vor, was voll cool ist. Da hat jeder die Chance. Was hast du denn für einen ersten Eindruck von ihr? Ist eine nette, aufgeschlossene junge Frau. Ist eine nette. Natürlich muss man sich nicht erkennen, ne? Also, das erste Bild ist sehr nett, aufgeschlossen. Ja, eine Nette. Eine Nette. Und wie nervös warst du, oh sag ehrlich. Oh mein Gott. Boah, 20 von 10, ich sag ehrlich, ne? Das ist schon was Neues hier für mich. Mit den Jungs kommst du gut klar? Hey, voll. Das sind richtig coole Jungs. Ja. Die sind nett. Jonathan, ich freue mich, mit dir alleine Zeit verbringen zu können. Ich auch. Sorry nochmal dafür, aber ich musste gerade einfach die Initiative ergreifen. Ich habe mir die Männer da angesehen und ich weiß, dass wenn ich nicht gekommen wäre, es wahrscheinlich 2 Minuten später jemand anderer getan hätte. Und ich habe eines gelernt und das ist nicht mehr zu warten. Ich nehme mir, was ich möchte und zumindest nach dem ersten Eindruck zu Schlussfolgern will ich dich weiter kennenlernen, Holly. Ich war auch echt positiv davon überrascht, wie du Initiative zeigst, also... Das hat mir schon gefallen. Ja, ich weiß, aber das ist einfach so meine Eigenart. Ich gehe da immer selbstbewusst dran und bin auch froh, dass du aber auch, wenn ich mich jetzt nicht täusche, auch vom gleichen Schlag bist, oder? Zumindest schätze ich dich nicht so ein, als wärst du eher schüchtern. Mal abgesehen, dass das einfach Jonathan Ekellaser ist. Aber so führt man ein Gespräch. Er stellt Fragen, das ist ein Ball hin und her werfen. Nee, das ist so, da muss man nicht alles aus der Nase ziehen. Oder sowas, sondern du vermittelst nämlich auch den Eindruck, dass du dir gerne nimmst, was du möchtest. Stimmt das? Ich würde es dir ausdrücken, aber ja, ich habe schon gesundes Selbstbewusstsein. Das ist auch wichtig, das ist auch wichtig. Pro selbstbewusste Frauen, ich mag Frauen. Ne? So. Okay, und erzähl mir mal ein bisschen was von dir. Magst du... Also was machst du? Vor allem die hassen sich eigentlich, wie dumm. Hast du eine Arbeit? Wo arbeitest du? Wie sieht dein Alltag aus? Hast du Hobbys? Machst du Sport? Er war hier im GTA-AP noch nicht so oft dabei, aber will einfach einen Reaction-Stream in GTA. Ja, what the fuck? Ich will alles über deine Person erfahren. Ich will es wirklich. Nun, ich arbeite bei einem... Ich muss aber sagen, das ist auch too much, ne? Also hier muss man an der Stelle sagen, der will halt alles. Also du kannst ihn auf den Tisch kacken, der würde wissen wollen, wie deine Kacke schmeckt. Also so einen Eindruck macht der den. Dem würde wahrscheinlich nichts zerstören und deswegen ist das so, ja, nee, das ist too much, der will viel zu viel Aufmerksamkeit. Nachrichtensender und bin dort Journalistin. In meiner Freizeit gehe ich gerne Sport machen oder mit meinen Freunden Party machen. Ich bin jedes Wochenende irgendwie so ein bisschen unterwegs. Ja. Und ich habe seit ein paar Wochen einen Leguan und der Leguan heißt Würstchen. Einen Leguan? Mhm. Oh, das ist ja süß. Ich mag Tiere. Echt? Hast du auch Haustiere? Ja, es ist authentische, wirklich wahre Liebe. Und vielleicht, glaube ich, hat mich das auch ein bisschen hierher gebracht. Der Glaube daran, dass man auch einen Menschen wiedersehen oder finden kann. Irgendetwas in dieser Richtung, wo ich glaube, dass wir von unserem Wesen her, auch wenn wir manchmal sehr egoistisch veranlagt sind, irgendwie trotzdem einfach nur nach dieser einen Sache suchen und sehen. Pure Liebe. Pure Liebe.
Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Ansicht, die du da hast. Wenn du nicht gerade mit den Tieren irgendwie zu tun hast, was machst du denn sonst in deiner Freizeit und was arbeitest du? Nun, ich habe einen Job gehabt. Ich war IT-Spezialist. Ich hatte auch eine eigene Firma. Oh, wirklich? Ja, das ist richtig. Ich habe in der Cyber-Abwehr gearbeitet. Ich habe zum Beispiel Firewalls entwickelt und ein paar Netzwerke erstellt, dies, das. Ich will jetzt nicht mit großartigen Begriffen um mich werfen. Das würde den Rahmen sprengen. Aber grundsätzlich habe ich so viel Geld angehäuft, dass ich mir jetzt so vor ungefähr 2 Monaten gesagt habe, dass ich mich ein bisschen um mich kümmern möchte. Ich mache jetzt mehr Sport, ich treffe mehr Freunde, ich gehe gerne reiten tatsächlich, ne? Das mag ich auch. Wieder was mit Tieren, ich weiß nicht, es zieht mich immer wieder zu den, ne, zu denen hin und sonst bin ich auch gerne für andere Aktivitäten zu haben. Ich passe mich auch gerne den Horizont des Partners an. Ich mache auch gerne mal Sachen, die der andere vorschlägt. Einfach, weil ich auch vielleicht das kennenlernen will. Vielleicht, weil ich auch dann merke, dass es mir selbst gefällt. Weil es vielleicht auch einen dann mehr zusammenschweißt. Und es ist immer sehr, sehr wichtig, sich auf die Äußerungen, auf die Wünsche des anderen einzulassen. Und ich glaube, wenn man so Hand in Hand durch dieses Mindset geht, kann man eine Menge schaffen. Wirklich eine Menge, Holly. Okay. Ich bin auf jeden Fall ein Mensch, der gerne Aktivität macht, wo man viel Adrenalin bekommt. Vielleicht auch ein bisschen gefährliche Sachen, kann man das so sagen? Oder einfach sehr aufregende Sachen, wie zum Beispiel Fallschirmspringen. Hast du das schon mal gemacht? Total, total. Ich mag auch so richtig Extremsportarten. Ich bin auch einmal nachts um 2 durch die Southside gelaufen. So. Nein, wirklich? Ja, also wirklich. Da habe ich mir aber auch meine ganz flinken Turnschuhe angezogen. Falls es wirklich brenzlig das wird, dann reicht jetzt. Bin ich aber auch wieder ganz schnell weg. Also das ist immer so ein Extremding bei mir. Ich mag das auch. Ich will halt auch irgendwie an der Schwelle des Todes stehen und wissen, dass die Person, mit der ich zusammen bin, an meiner Seite ist. Und irgendwie ist das auch eine Art Trost. Wenn ich jetzt sterbe, dann mit dem wichtigsten Menschen in meinem Leben zusammen. Junge, der labert so viel Scheiß auf einmal! Du bist schon ein kleiner Romantiker, kann das sein? Ja, am Arsch! Ach, manchmal verliere ich mich selbst in solchen Gedankenstrukturen und muss erstmal wieder von den anderen zurück in die Realität gezogen werden, um da rauszukommen. Aber ja, ich glaube, dass es jemanden da draußen gibt, der für den anderen bestimmt ist. Ich glaube an the only one. Oh mein Gott, ich kotze. Ich bin ja schon ein bisschen süß und wer weiß, vielleicht passt es ja, aber das gilt es herauszufinden und vielleicht finden wir das ja bei einem Date heraus. Oh, es würde mich freuen, wenn du mich mal auf ein Date einlädst. Ich warte sehnsüchtig. Ich warte wirklich. Und ich weiß es jetzt schon, ja, Olli, okay, dass es sich lohnen wird. Oh, weiter. Für uns beide. Guck mal, wie lange schon? Jonathan, was würdest du denn gerne auf einem Date machen wollen? Nee, was wäre so dein nicht perfektes noch mehr Fragen. Date? Nun, ich glaube, mir ist es wichtig, jemanden in einer unbequemen Situation kennenzulernen. Und mit unbequem meine ich, wie du gerade schon angeschnitten hast, irgendwas auf extreme Weise. Sowas wie, naja, einen Fallschirmsprung oder schnelle Autos. Oder irgendetwas, wo man glaubt, nicht mehr gänzlich die Kontrolle über was zu haben. Damit ich auch weiß, wie vielleicht du in solchen Situationen reagierst. Ob du ruhig bleibst. Junge, die Folge ist gleich zu Ende. Ich dachte, da kommt jeder ins Einzelgespräch rein. Ob du vielleicht etwas hektischer wirst, ob du dich auf mich verlässt. Aber ganz egal, wie oder was wir machen, wenn du erstmal mit mir bist, dann garantiere ich dir, dass ich dein sicherer Hafen bin und die Sache ins richtige Ziel manövriere. Ich bin da sehr, sehr ruhig bei solchen Dingen. Junge. Das sind ganz schön große Worte. Bin gespannt, was dann die Zukunft bringt. Okay, schick ihn weg, bitte. Ich auch, Holly, ich auch. Es hat mich nochmal gefreut. Vielen Dank, dass du das Gespräch mit mir gesucht hast. Oder ich eigentlich, aber dass du ja gesagt hast. Die ist viel größer als er. Das Herz begleitet dich auch den ganzen Abend, kann das sein? Nun, ich höre es die ganze Zeit, denn es schlägt lauter denn je. Wie kann man denn das dann ignorieren? Okay, ich geh mal gucken, was die anderen unten machen. Ja? Okay, ich begleite dich mit nach unten, Holly. Komm. Okay, Jonathan, du nimmst dir, was du möchtest. Warum? Woher nimmst du dieses Selbstbewusstsein? Nun, ich habe mir dieses Denken hart erarbeitet. Ich habe gemerkt, dass in dieser kalten Welt voller Konkurrenz und Rivalität nicht viel Raum ist für Leute, die sich viel Zeit nehmen.
Ich glaube, dass man immer der Erste sein muss. Ich glaube, dass die besten Sachen schnell vom Markt sind und dass man keine Zeit verlieren darf. Es ist sowas wie ein gewisser Standard, dem ich hinterher renne und diesen will ich auch haben. Und ich weiß, dass ich das nur bekomme, wenn ich aktiv bin, auf die Leute zugehe und mir, wie gesagt, das nehme, was ich möchte. Auch wenn ich natürlich Gefahr laufe, abgewiesen zu werden. Aber das ist in Ordnung. Kein Mensch ist perfekt. Und ich verstehe auch, wenn ich nicht der Typ für alle bin. Ich meine, nicht alle stehen auf selbstbewusst, intelligent, gut aussehen, charismatisch. Das ist mir schon klar. Aber da draußen gibt es eine Menge Leute, die mich wollen. Und bei denen habe ich ja noch sehr, sehr gute Karten. Wie hast du dich denn heute auf diesen Tag vorbereitet? Alter! Gab's irgendwas, was du unseren Zuschauern... Ich schwöre, das ist nicht the only one, das ist the yoni one. ...und vielleicht mitgeben kannst gegen Nervosität. Nun, ich war heute um 4 Uhr im Gym. Ich habe einen Dreier-Split Push-Pull-Beine, den ich zweimal die Woche mache. Und Push-Pull-Beine habe ich alles heute gemacht. Es waren an die 6 Stunden. Ich habe meine ganze Energie da rein investiert. Ich habe darüber nachgedacht, wie ich heute auftrete. Ich wusste aber, dass ich mit genug Wasser, mit genug frischer Luft und mit meinem Mindset alles erreiche. Und diese Nervosität, die ich noch in der Limousine hatte, instant wegspüle. Spätestens dann, wenn ich die Frau sehe. Und so war es auch. So war es auch. Ist sie denn so, wie du dir deine Traumfrau vorstellst? Nun, ja. Ich habe bis jetzt noch keinen einzigen Makel an ihr entdecken können. Ich weiß, dass kein Mensch perfekt ist. Aber der erste... Er fährt volles Klischee aus. So. Ja, oh mein Gott. Ein Druck hat mich wirklich vom Hocker gehauen. Ich... versuch gerade irgendwie ein bisschen verzweifelt nach einem Negativpunkt zu suchen, aber auch hier muss ich zugeben, dass ich diesbezüglich gescheitert bin. Noch habe ich nichts. Nummer 1, woran erkennt so einen toxischen Typen? Er sagt, das ist Traumfrau und noch nicht einen negativen Punkt gesehen, nachdem er sie 30 Minuten kennt. 30 Minuten! Warte mal ab, wenn du mit der zusammen wohnst, Junge. Aber es, wenn was kommt, dann werde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten. Also ich will euch jetzt nicht irgendwie in dieser Gruppe Zweifel sehen oder sowas, aber wenn ich ihr... Ja, dann würde ich wahrscheinlich einfach aussteigen aus der Show. Nein, können Sie gerne. Okay. Das macht keinen Sinn mehr. Ich glaube, sie hat sich auch schon ein bisschen in mich verliebt. Das erwartet euch das nächste Mal bei The Only One. Ja, ja, mehr von den anderen. Jonathan, was machst du da unten? Das gibt's doch nicht. Ich will die nächsten Folgen aber nicht nur Jonathan sehen. Das ist unangenehm. Ich... Gut. Dann würde ich sagen, gucken wir uns noch die unveröffentlichte Folge jetzt an. Die kommt heute um 21.30 Uhr. Oder? Dann können wir sie nicht angucken? Nein, wir können sie doch nicht angucken! Ach, wir können sie doch nicht angucken. Nein, 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 ich wollte sie doch angucken. Jetzt will ich wissen, wie es weitergeht. Ich muss wissen, wie es weitergeht! Ach. Nein, 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 nein. Ach. Ach, ich will wissen, wie es weitergeht. Das sind nur die Thumbnails, ne? Oh. Ah, hier siehst du. Guck mal, hier kannst du auch schon von Rosé angucken. Ich weiß, ich war nicht immer ehrlich zu dir.
deinen Namen werd ich mir tätowieren. Ich hab keinen Bock, dich nochmal zu verlieren. Doch dass du weg bist, muss ich akzeptieren. Ja, sie sagt jeden Tag, dass es nichts an mir gibt, was sie ändern würde, doch ich glaube ihr nicht. Jeden Tag gibt es Streit, der mein Glaube erbricht. Weiß nicht mehr, ob ich's will, denn ich traue ihr nicht. Verspreche jeden Tag, es wird anders. Du spürst keine Liebe mehr, kann das. Baby Girl, guck mich an und sag mir, dass du in deinem Herzen keine Angst hast. Und wenn du mir jetzt sagst, das ist das mit uns war. 1000 Stimmen kommen nicht klar. Ich komm nach Haus, du bist nicht da. Aschken Baksana Bana, Bende Kalbir Defa. Aha! Er kann also Türkisch. Ich weiß, ich war nicht immer ehrlich zu dir. Deinen Namen werd ich mir tätowieren. Ich hab keinen Bock, dich nochmal zu verlieren. Doch dass du weg bist, muss ich akzeptieren. Junge, der hat ja noch ein Piepshow. WP 13.1. Weil ich habe irgendwo, habe ich noch was gesehen, das wollte ich mir noch angucken. Hier, Geiseldrama, das war doch, war das mit Frank? Einen wunderschönen guten Abend, sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer. Mein Name ist Sean O'Malley von Weasel News. Am gestrigen Abend, dem 29.01.2024, fand kurz nach 8 Uhr eine Geiselnahme auf dem alten Schrottplatz mit anliegendem Fabrikgelände in der Southside statt. Genauere Informationen zu diesem Fall werden wir jetzt im Interview mit Officer Lindsay vom SAPD erhalten. Ich stehe jetzt hier zusammen mit Officer Lindsay von der Pressestelle des SAPD. Officer Lindsay, können Sie uns etwas zu den Hintergründen der Geiselnahme gestern Abend sagen? Also die Geiselnahme erfolgte gestern Abend. Die stehen im Greenscreen, die Haare sind durchsichtig und die Schatten sind unrealistisch. So gegen 21 Uhr auf dem Schrottplatz in der Nähe von der Macebank Arena. Soweit wir vor Ort feststellen konnten, handelte es sich dabei um 6 Geiselnehmer sowie circa 5 Geiseln. Was haben die Geiselnehmer gefordert? Was waren die Motive hinter der Tat? Zuallererst, damit wir quasi die Geiseln identifizieren durften, forderten die Geiselnehmer so Versorgung, also Essen und Trinken für die Geiseln sowie für sich selbst. Und dann zuallerletzt eine Geldsumme von ca. 40.000 für alle Geiseln, die wir dann schlussendlich noch etwas runterhandeln konnten auf ca. 30. Wie ist das Ganze ausgegangen? Wurden Geiselnehmer Geld verhaftet? Die Geiselnehmer konnten soweit alle festgenommen werden und auch der Geldbetrag konnte soweit wieder zurückgebracht werden. Ach, schade. Haben Sie sonst irgendwas zu Ihren Motiven hinter der Tat mitgeteilt? Leider nicht, nein. Gut, denn es war tatsächlich so, dass wir als erstes einen Anruf bekommen haben von den Geiselnehmern über eine der Geiseln, die uns dorthin bestellt haben, um uns auf diese Geiselnahme aufmerksam zu machen. Können Sie sich das erklären? Ja, vermutlich öffentliches Gehör oder einfach eine Bühne mit einem Spotlight für sich. Sind irgendwelche Geiseln oder Geiselnehmer verletzt worden bei dem Einsatz? Also eine Geisel brauchte für sich ein Kühlpack, aber ob diese Verletzung sich während der Geiselnahme vollstreckte.
Okay. Oh, jetzt habe ich voll drei Hunger. Eigentlich müsste ich mich komplett vor der Kamera stellen. Hallo, sehr verehrte Weasel News Zuschauerinnen und Zuschauer, ich bin Melody Cinderella Jensen und ich bin Ihre neue Lieblingsjournalistin. Heute befinden wir uns am Orte des Verbrechens. Wir schauen uns gemeinsam live eine Geisel... eine Geiselnahme an. Imagine! Imagine! Nun denn, und die Kamera aus. War das gut, ja, war das richtig gut? Ja, oh, was, die Kamera läuft? Oh. Ich bin Melody Cinderella Jensen, Ihre Lieblingsreporter und Journalistin. Denken wir mal die. Ich muss anfangen zu rauchen. Ich laufe gerade die Achterbahn nach unten. Eigentlich Product Placement im RP? Nee. Ich will immer Melody Cinderella von Richmond sagen. Das ist bei mir so doll drin und ich muss immer richtig aufpassen, dass ich mich nicht verhaspe. Gucken. Irgendwann muss ich die andere Stimme mal ausspielen. Mal gucken, wann der passende Zeitpunkt ist. Es fällt mir aber leichter, wenn ich was ablesen kann. Weil wenn ich versuche, dauerhaft zu sprechen, dann fällt es mir irgendwie immer schwerer, nach Worten zu ringen und je mehr Text ich habe, desto mehr kann ich mich auf meine Stimmfarbe konzentrieren. Das ist so, als wäre ich quasi gehemmt im Denken. Unbillig, schwer mich zu konzentrieren. Also ich könnte es jetzt, ich könnte theoretisch, wenn ich mir jetzt einen Artikel nehme. Zum Beispiel, ich erzähle ihn. Und nehme... In den Abendstunden des 31.01.2024 ereignete sich in einer belebten Wohngegend ein schrecklicher Vorfall. Ein bewaffneter Überfall auf einem Waffenladengeschäft. Mehrere maskierte Männer betraten das Geschäft gezielt und bedrohten den Kassierer mit Stichwaffen. Die Täter erbeuteten mehrere Kisten, deren genauer Inhalt vom Kassierer als relevante Gegenstände beschrieben wurden. Also, ne? Das ist, ist für mich einfacher, als das so random einfach rauszusprechen. Ja. Beim Schreiben laut reden klappte doch auch. Machst du mal eine Lesestunde? Kann man über die nicht Nachrichtensprecherin machen? Oh.
Die gestohlenen Kisten wurden während des Überfalls in zwei parkenden Autos eingeladen. Der Überfall wurde zügig und professionell durchgeführt, was auf eine gewisse Kompetenz der Täter hindeutet. Die Personalien der Täter bleiben bis dato unbekannt. Die Ermittlungen sind im Gange. Ach ja, ein Nagel. Ich hätte einen Haufen Schizophrenie. Ja, ein bisschen. Ah, ich mag das total. Ich liebe es, Dinge vorzulesen. Ich hatte früher Fernbeziehungen gehabt, ne? Ich habe früher immer am Telefon, also wir haben immer so gemacht, dass wir am Telefon eingeschlafen sind. Ich habe immer Bücher vorgelesen am Telefon, bis mein Freund eingeschlafen ist. Weil ich wollte, dass er gut einschläft. Ja, so süß war ich schon mit 14. Wisst ihr, was er gemacht hat? Der hat sein Telefon gemutet und hat gezockt und hat so getan, als ob er schläft, damit er nicht mehr mit mir reden muss. Ja. Ja. Ich war in allen Beziehungen immer der romantische Part. Ich war immer der romantische Part, ausnahmslos. Kam nie was zurück. Smarter Move, aber auch assi. Ja. It is what it is. Jetzt ist rausgefunden. Also du musst ja nur gucken, ob er gerade jemand online ist und zockt oder so. Oder sich aus Versehen entmutet oder sowas. Demnächst spricht Jen für WhatsApp Hörbücher ein. Ja. WhatsApp, weil wir eine WhatsApp-Gruppe haben. 4, 5, Alter, das gibt Ärger. 6, 7, 8, 9, 10.
26. 27. 28. 29. 30. Gerd, bist du da? Ja, ich auf Klo. Ach so, okay. Der wollte irgendwie auch Pause machen oder so, habe ich verstanden. Pause? Ja. Ah. Na gut. Nicht schlimm. Perfekt. Vielleicht findest du den ja noch, ne? Ja, hoffentlich. Vielleicht hängt er ja noch in seinem Waschsalon rum oder so. Waschsalon? Davon hat er auf jeden Fall erzählt. Eben. Weißt du, wo der ist? Nee, leider nicht. Huh. Du findest das ja schon raus als Nachwuchsjournalistin, ne? Ja, ich finde das raus. Bitte, mach's gut. Bis dann. Alles gut? Ja. Bei dir? Ja. Du sahst nur so hilflos aus, deswegen frage ich. Nee, ich steh immer hier. Gerhard! Ja, Melodie? 30 Mal. Was? 30 Mal habe ich das scheiß Telefontuten in meinem Ohr gehabt, weil ich dich angerufen hab. 30 Mal! Über auf die Toilette hin! Das ist mir scheißegal! Du hast das scheiß Handy mitzunehmen, und dann machst du AirPods in dein Handy und dann nimmst du die mit auf Toilette! Ja, es tut mir leid, meine Herrin. Melodie. Na, lass dir eine Entschuldigung einfallen. Ja. 30 Mal! Soll zusammen zum Burgershop? Burgershop? Mit mir? Magst du nicht Burger? Ich hab keinen Hunger, ich hab schon gegessen! Ja, ganz ehrlich, lass dir was einfallen. Ja. Er hat wirklich Herrin gesagt. Er hat Herrin gesagt. Oh boy, oh boy. Domina als aus Freizeitausgleich zum Pressestress. Genau das, ja. Ich brauche noch so ein Domina-Outfit, Junge. Gerd, einfach besser neuer Charakter, bist ja auf Homestead. Aber er ist ja nicht neu auf Homestead, oder? Nee, ich glaube, der stimmt nicht.
sieht einfach nicht schön aus, sich so abgehackt hinzusetzen. Ach, es sieht einfach nicht schön aus, sich so abgehackt hinzusetzen. Ach komm. So, Häuser. Ja, das Problem ist nur, dass sich keiner mehr meldet. Oh ja. Ich habe dir Geld als Entschuldigung überwiesen. Es tut mir leid. Ich bitte um Vergebung. $1,500. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich kann das auch nicht mehr. Oh, ja. $1,500 macht es für 15 Mal Klingeln wett. Wenn er mir jetzt nochmal 1500 schickt, ist ja, das ist, Junge, das. Jawohl. Hört auf, immer zu fragen, ob die das wirklich nur spielen, Leute. Das ist RP. Natürlich spielt man hier. Ich dachte 100 pro Klingeln. Und es hat 30 Mal geklingelt. Hörst du mir nicht zu? Nee, das macht er nicht. Das wäre zu hart. Nein! Tut mir leid, ich hab's nachgezahlt. Oh mein Gott, das geht. Auf dieses RP musst du dich erstmal einlassen. Das meine ich, also auf dieses absolute Loser-RP im Sinne von, ich habe kein Geld, ich gebe jemandem mein komplettes Geld. Das musst du erstmal, das ist das. Wirklich? Alter. Gut, ich bin besänftigt. Morgen machen wir den offiziell vereinbarten Tausch des Abo-Modells. Ah. Ich schaue mich so langsam nach einem Haus um. Wenn es einen Keller gibt, kannst du dort wohnen. Ich freue mich schon auf die Pingsöckchen. Oh, dann ist wieder dieser eklige Zwinker-Smiley. Oh, nee.
Tasse Zwinker-Smiley. Junge, Kaufpreis 178.000. Die günstigen, 99.000. Außen. Junge, was? 100.000 für das Ding. Lol. Nee, Alter. Fuck dir halt dein Maul. Ich blockiere dich auf WhatsApp. Ganz ehrlich, verpiss dich. Der hässliche Zwinker-Smiley ist so eklig. Imagine, das kaufst du. Aber es ist nur eins, ne? Ja, wollte schon sagen. Weiß ich nicht, ob sich kaufen lohnt. Also wenn du irgendwo so 1200, so 1000 Miete zahlst. Du zahlst ja täglich Miete, oder? Tut mir leid, ich überweise dir 1500 Euro. Das will ich dir hoffen, Fuki, ganz ehrlich. Zahlst du täglich Miete? Ja, oder? The Richmond Hotel. Ah, wöchentlich. Okay. Ja gut, ich zahle in Banner 100, 145 pro Tag. 145 mal 7, Chat, was ist das? 7, naja, auch irgendwas mit 1000, ne? Dann kann ich mir eigentlich auch mal eine Wohnung oder so mieten. Nur 1015. Preis 4,7. Ah. Ah, das verrechnet sich, falls man es später kaufen möchte. Tatsächlich. Oh mein Gott, das musst du noch selber einrichten, ne? Boah, bin ich wieder pleite. Na gut, wir haben Gerhard, ne? Neben dem Banner. Das sieht alles so... Sieht schön aus. Würde ich nehmen. Hm, das gefällt mir auch. Ich mag das Grau. Oh mein Gott. Wie geil wäre das, wenn... Ich kann das... Ich kann...
Da geht mein ganzes Geld die Woche drauf. Ach du Scheiße. Aber irgendwie hat das auch was. Wie sieht das von außen aus? Oh mein Gott! Aha. Junge, das wäre aber auch wild. Das wäre auch wild. Das wäre wirklich wild. Wo ist das? Also so oder so, das kommt fast auf den gleichen Preis hinaus wie Hotel. Irgendwie fühle ich das auch. Und innen so richtig geil eingerichtet. In Palito Bay. Oh, das ist weit weg, ne? Oh, komplett im Norden. Oh, hab ich eigentlich keinen Bock, auch wenn es cool wäre. Irgendwie würde ich das fühlen. Ich würde so ein Ding ins... Ich glaube, ich nehme das. Ich glaube, ich nehme das. Ich hole alle Sachen aus dem Banner und wir ziehen um. Angenommen, ich richte das ein und ich kann die Möbel wieder mitnehmen, oder? Wir nehmen das. Ich finde das mega gut. Ich finde das mega gut. Ich finde das super witzig. Das ist eine, ich verdiene am Tag so viel. Und wie gesagt, The Banner ist, kommt ja fast aufs Gleiche hinaus. Ja. Ah, ich muss erst die Sachen rausholen. Hab ich was? Ich weiß gar nicht, ob ich Sachen drin habe. Imagine, ich weiß nicht, ob das möglich ist, ne? Aber stell mal vor... fragst einfach an, ob die einen pinken Wohnwagen reinmodden können. Ah, oh, das wäre so geil. Ich glaube, das ist zu aufwendig. Aber das wäre so Premium. Junge, ich würde das Ding kaufen. Gibt es? Die Veränderung kann man jetzt anfangen, wenn man gekauft hat. Das wäre wirklich witzig. Ich hab erst heute einen Tiegel der Stich. Lass mich. Wobei es auch ganz witzig ist hier, weil es hier irgendwie auch so zentrummäßig ist.
Aber Wohnwagen kannst du dir nicht selber einrichten, ne? Habe ich auch schon drüber nachgedacht, aber du kannst... Doch! Nee, es geht nicht. Also wenn, dann hätte ich das schon lange gemacht. Habe ich auch schon drüber nachgedacht. Aber das ist halt scheiße, weil... Na gut, vor Einbruch bist du nie gesichert, ne? Yeah. Also Wohnwagen, Wohnmobil? Na, schon Wohnmobil. Kannst du damit rumfahren? Ich meine den Fahrenden, ja klar. Also nichts, was steht. Und wenn ich das jetzt miete... Und einzahle, wird das irgendwann gesenkt, der Kaufpreis. Ist das korrekt? Dann kann ich das Ding irgendwann kaufen, oder? Die Mietkauf, ne? Ja, so oder so. Lass einfach nehmen. Das jetzt. Wurde markiert. Ja, reicht jetzt erstmal für den Anfang, ne? Soweit. Wir ziehen raus aus der Stadt. Aber da müssen ja einige wohnen. Ist irgendwie immer schön, ohne Tempomat zu fahren. Da baut man auch häufiger Unfälle.
Wisst ihr, was mich auf der Autobahn stört? Dass jeder immer links fährt. Rechts ist mal alles frei, die fahren immer alle links, dann kannst du nicht überholen. Dann überholen die schon in der Mitte die Linksfahrer. Das ist so schlimm, ich hasse das. Ich fahre immer rechts. Ich fahre wirklich immer auf der rechten Spur. Sobald ich überhole, wechsle ich rüber, aber sonst, ich reihe mich immer ein. Ich bin so eine vorbildliche Autofahrerin auf der Autobahn. Wirklich. Ida steht da. Hey Leute, wir sind zu Hause. Haben wir eine Tür? Ah, aber wir gehen hinten. Ah. Wir sind zu Hause. Ist das wirklich so? Sieht man da draußen Leute laufen? Wer stalkt mich da? Damit hat sich meine Frage beantwortet. Oh mein Gott, der Innenraum ist an einem anderen Ort? Oh, holy shit, was zum Fick? Das ist... Ach so, ich darf das aber nicht verwenden. Kann ich mit denen reden? Geht das hier raus? Okay, Leute. Oh mein Gott. Das ist super confusing. Das ist meine Mama.
Und wo kann ich jetzt Möbel shoppen? Sankudu Ave 2. Eins, zwei, drei. Jawohl. Dreimal. Nee, tut mir leid. Ja. Sag mal, wo kann ich Möbel kaufen? Beim Dönerlade dort, neben drei so ein Möbellade. Okay, beim Dönerladen. Ja. Gut, dann weiß ich Bescheid. Ja. Gut. Brauchst du Hilfe beim Möbelschleppen oder kommst du weg? Also ich könnte Hilfe gebrauchen, bin ich ehrlich. Ja. Dann treffen wir uns da. Ja. Bis gleich. Ja, bis gleich. Ich lebe hier wahrscheinlich nicht lange, weil das ist so weit weg. Oh, das ist echt weit weg, Junge. Mach mal die Tür zu. Ey. Hier sind ja keine Blitzer. Denke ich mal. Ja, die Fahrt ist zum Nachdenken und Gedanken sammeln.
dich, Melody. Hab ich was falsch gemacht? Nein. Ich bin nur echt lang gefahren. Ich hab mir was gemietet. Das ist echt weit weg. Ich werde da wahrscheinlich nicht lang leben. Tut mir leid. Ja. Weil ich so wenig Geld habe. Ja, ja. Originell neben dem Dönerladen. Ja, ja, neben dem Dönerladen. Da stinken doch die ganzen Möbel ein. Ja, ja, die ganzen Möbel. Aha. Mhm. Gehört dem Besen, was sie den mitnehmen, dann kannst du meine Bude putzen. Ja, ich hab noch ein Besen daheim, den kann ich dann mal mitnehmen, gut. Ja. Madame, krieg ich hier bei Ihnen jetzt die Möbel? Ah ja. Ah, okay. Ja. Also, sie hat wohl nur Dekoartikel, der Mann da hin hat noch Möbel und Couches und so. Oh mein Gott. Oh, die hat hier ganz viele Sachen, okay. Was hat die junge Dame hier? Grüß Gott. Was habe ich im Angebot? Aha. Ja, Betten. Ich brauche nämlich ein Bett. Ein Bett? Ja, ja, ja. Ja. Ist da noch keins drin? Nee, da ist kein Bett! Ja! Was fragst du denn? Nee, tut mir leid. Ach, ich hätte gern. Oh. Gerhard, lieber mehr Geld fürs Bett ausgeben und schön oder weniger Geld ausgeben und scheiße? Also, immer beim Bett darf man nicht sparen, weil da liegt man ja mindestens, weiß nicht, wie lange steht, 8 Stunden oder so am Tag und da muss man so ein gutes Bett haben. Ja, du hast recht. Ach, $1,500. Ja, schau, Coco, das ist ein Neubast in deinem Raum. Ja, das stimmt auch wieder. Ja, das wird schon passen. Ja, 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 bestimmt. Aber kannst du das tragen? Wir können, also zu zweit vielleicht, ja. Ich weiß nicht, ob ich das alleine packe, so ein ganzes Bett. Also die Dame sagt mir, dass ich das nicht tragen kann. Könnt ihr vielleicht mal... Warte. Vielleicht du mit. Okay. Nee, das geht auch nicht! Du musst... Ja, erklär mal! Ja, ich mach dir Erklärbär! Ja... Brauchst du meine Tasche? Ja, warte. Ich hab selber noch nie ein Bett gekauft, es tut mir leid, bei mir war schon eins drin im Hotelzimmer, ich hab schon ein Bett, es tut mir leid, vielleicht müssen wir auch jemand froh, vielleicht beim Döner drin war oder so, vielleicht können sie dies. Okay. Ja, die sind doch starke Frag Männer, du. Bestimmt. Ja. Rippi, Dankeschön für deinen Zap. Dankeschön.
schönen guten Tag. Herzlich willkommen bei Was tut dem Kebab? Was kann ich euch Gutes tun? Grüß Gott, wir bräuchten eigentlich nur Auskunft zu dem Laden da drüben. Wir bräuchten doch vielleicht Hilfe, weil die Dame möchte Bett kaufen, aber die kann das nicht tragen. Also sie möchten von dem... Ja. Wunderbar, ich verstehe. Und da brauchen sie jetzt Hilfe beim Tragen, oder wie? Die Dame, ja. Das ist schön, sie haben ja... Ja, ich komme... Also... Ja, was tut man nicht alles. Aber dafür... Wir wollen tragen helfen. Ja, alles gut, aber es ist ja ein Geben und Nehmen. Außerdem sind wir ja hier nicht auf einem Bazar. Sie kaufen einen Döner und ich trage Ihnen das Bett. Gerhard, kauf einen Döner. Ich kaufe einen Döner, ja. Okay. Wie möchtest du den Döner haben? Mit Käse, scharf Knoblauch. Und sonst mit allem? Ohne Kraut. Ohne Kraut, das wusste ich. Du bist absolut nicht der Krauttyp. Wunderbar. Ja. Mach den Döner fertig. Ja. Frank, danke für 5 Monate. Kampfhörer, danke für den Geschütze. Gerhard, du solltest mal trainieren gehen. Ja, mach ich. Das tut mir leid. Hey, das wäre mal eine Überlegung wert. Ja. Ja. Dann fängst du wenigstens mal was mit dir an. Ja, es tut mir leid. Gut. Also, Knoblauch scharf. Ja. Kein Rotkohl, richtig? Ja. Wie sieht es mit Weißkohl aus? Nein. Okay, dafür aber Gürkchen und Tomate? Ja, ohne Tomate noch. Zwiebeln? Ja. Gut. Wie sieht es mit unser... Willst du es Umak drauf haben? Nein. Okay, gut. Die Frau ist wirklich einfach gestrickt. Das ist toll. Gut. Dann einmal für dich den Döner, bitteschön. Danke. Jetzt muss ich gerade mal... was kostet ein einzelner Döner? 14, ne? 14, ja. Ja. Dann komme ich von dir bitte 14. Möchtest du bar oder mit Karte zahlen? Ich zahle zu bar. Ich zahle bar. Ja, bar. Bitteschön. Oh, vielen Dank. Er bezahlt auch dein Bett, oder? Sehr schön. Auch das Bett? Dann bitte ich. Dann bin ich jetzt nicht mehr Dönerverkäufer, sondern auch Möbelpacker. Auf, Kinder, auf geht's! Ja, dann los! Das gibt's bei dem Herrn hier drüben. Das dachte ich mir. Da gibt's nur Dildos. Ja, das habe ich schon gesehen. Super. Und? Bist du mehr der große oder mehr so der kleine Dildo-Typ? Unangenehm? Ja, verstehe ich. Das sieht mir auch öfters. Also, mir ist gar nichts unangenehm. Ach so? Ich bin okay. Der kein Dildo-Typ. Der kein Dildo-Typ? Weil du es einfach stecken lässt, oder wie? Was? Ja. Alles gut. Du kaufst das Bett, ich stelle die Tasche einfach auf den Boden und dann helfe ich dir tragen. Das... Ja. Mr. Weaselnuss. Jawohl. Sie sind der Kameramann, oder? Genau. Ich bin Journalist. Journalistin, so verdammte Scheiße. Und wie wird man Journalist hier? Wissen Sie, ich rede für mein Leben gern und ich kann verdammt gut schreiben. Ja, du, zum Beispiel die Dame hier zu meiner Rechten, die ist jetzt auch seit gestern bei uns eingestellt. Ach so, und da gibt es erstmal ein Bett als Begrüßung und einen Döner, oder wie? Nee, die ist umgezogen und die wollte jetzt ein Bett. Verstehe, also... Du hast die Melodie 60 gesetzt. Also stehen Sie... Okay. Wie lange kennen Sie die Dame schon? Wochen? Die sind dir ja schon ganz... So wie sie an ihren Fingern spielen und so weiter, sind sie schon ein bisschen nervös, wenn ich das sagen darf. Also ich will ihnen nichts unterstellen. Ist nicht nervös. Ich bin nicht nervös, nein. Nein, auf gar keinen Fall. Immer auf der Suche nach der großen, Schlagzeile. News, ja. Richtig. Ja, super. Hätten Sie Interesse an der kleinen Charade, weil ich gerade eh nichts zu tun hat und ich würde gerne ein bisschen mehr über das Journalistenhandwerk lernen. Ja. Mhm. Können wir das vielleicht... Ahnung, also... Was ist denn eine Charade? Wow. Die machen... Eine Charade ist ein Schauspiel. Ach so.
etwas improvisieren, so ein kleines Theaterstück zum Beispiel. Ach so. Wie das Theater des Lebens, wissen Sie? Mhm. Und das müssen Sie ja können. Sie müssen ja blitzschnell improvisieren können. Aha. Und du willst diesen Charade machen? Ja, aber ich glaube, Sie werden eher mehr so. So, der Wetterfrosch, mich an. Ich mache ja schon das Wetter. Ach, Sie machen schon das Wetter. Da kann ich mir auch niemanden Besseres vorstellen. Ja, ja. Sie das Wetter machen, mein Gott, da kann ja nur die Sonne aufgehen über Los Santos. Ja, heute ist der wärmste Tag in der Woche. Also wunderbar. Ja, sehr schön. Sie haben ja auch dieses Fachchen Know-how. Ja, rede doch mit denen, du kannst ja Smalltalk führen. Ja, genau, die Herren sagt dir das, Smalltalk führen. Ja. Welches Bett möchtest du denn jetzt überhaupt? Das Helsing, das für 1500. Ja. Haben Sie vielleicht mal überlegt, Ihren Kleidungsstil zu ändern? Ich glaube, schwarz, Ledern. Nee, ich mag Pink ganz gerne. Ach, wirklich? Ach, Sie mögen Pink, weil das so, naja, so unschuldig aussieht. Ja, genau. Ja. Und oh, jetzt haben Sie auch noch Ihre unschuldige Stimme aufgesetzt. Das lässt fast mein Herz erweichen. Ja, siehst du? Ja, Sie sind bestimmt auch eine, naja, eine männerverschlingende Venuspflanze. Ich verschlinge keine Männer. Sie wickeln die Männer nur, die Schwachen. Nein, auch das mache ich nicht. Ich habe kein Interesse. An Männern? Oh. Allgemein an Menschen. An Menschen? Das. Ich habe auch nicht sonderlich viel Interesse an Menschen. Männer sind alles toxische, narzisstische Arschlöcher. Oh nein, das haben Sie nicht gesagt. Das kann ich aber auch. Ganz ehrlich, diesen Bumerang der Beleidigung möchte ich Ihnen umgehend wieder zurückwerfen, weil das passt auf so viele Frauen. Ja. So, alle durch, das geht. Dann müssen wir das in dein Auto, wenn das dann einpasst. In Ordnung. Ja, gut. Dann tragen wir es mal. Kannst du es allein tragen? Ja, ich trag die. Genau. Ja. Hör auf die Mutti. Ja. Hätten so einen starken Mann gesehen. Kein Wunder, dass Sie das Wetter machen. Ja, doch. Ja. Passt es? Passt es? Ja, der Herr meinte, der nimmt zwei Auto, weil das größer ist, weil es würde das nicht reinpassen. Okay. Ja. Ah ja. Ja. Fährt er uns jetzt nach? Ja, es ist natürlich erstmal das Bett in zwei Auto. So, Dalle. Bitte schön, machen Sie das Bett da rein. Na, was labern die da? Wie machen wir das denn jetzt? Wir müssen das kurz noch planen. Wir reden gerade die Route durch. Wir müssen ja auch gewährleisten, dass ihr Bett sicher ankommt. Okay. Melodie, ich soll sein Auto fahren und ich fahre dir hinterher, du bist das Bett drin. Okay. Ja.
Ich weiß nicht, ob das Bett reinpasst. Ich wollte halt, ich will, was ich unbedingt haben, dass es nicht zu dem Ding passt. Aber kann man auch so die Wände machen? Nee, ne? Das geht wahrscheinlich nicht. Bilder kaufen und damit tapezieren. Nicht. Hier? Ja. Alhamdulillah, dir geht's gut. Das will ich nie wieder hören. Ja, tut mir leid. Gut. Ja, schick. Komm rein. Mach den Motor aus. Ah, okay. So, ich hoffe, das Bett passt rein. Hierher? Ja. Ja, es könnte eng werden. Oder irgendwo aber anders. Hier, vielleicht passt es hier so. Ja, gut. Vielleicht. Direkt an der Küche. Kannst du das aufbauen? Nee, das musst du machen. Okay. Ich hol's mal kurz aus dem Auto. Okay. Gib's mir, ja. Scheiße. Warum kann ich die Sachen ja nicht wegmachen? We have a kleines Problem. Oh, was denn? Ich hab's ja da in seinen Kofferraum und da sagt man, ich soll das Auto nehmen, aber der hat mir keinen Schlüssel gegeben, jetzt bin ich einfach mit dem Auto gefahren und ich hab's in den Kofferraum gefahren. Kannst du es aufbrechen?
Nee. Ich würd mit dem Auto schnell runterfahren, soll der Kofferraum aufmachen, dann ist der Kofferraum am besten offen, dann fahre ich mit offenem Kofferraum hier wieder zurück. Oh, ja, beeil dich! Ja. Vielleicht kannst du dir Gedanken machen, wo du es neu willst. Natürlich mache ich mir Gedanken! Jawohl! Jos. Hallo Jos, hier ist Melody. Wir haben uns mal vor vielen Wochen getroffen. Erinnerst du dich? Nicht schlimm. Du hast mir nur eine Einführung gegeben. Eine Einführung? Ach, eine Tour. Ja, ich habe dich als Kirchentyp eingespeichert. Ah, cool. Ich heiße aber Jos. Okay, ich weiß. Ja, ich erinnere mich. Du warst, habe ich noch gesagt, die Schwester von Frieda. Ja, genau, ja. Ah, das ist schon 3-4 Wochen her. Ja, das war schon. Ja, wie geht's dir? Ja, gut, geht's dir auch gut. Ja, warum schreist du mich so an? Ach. Ja, mir geht's sehr gut, ja. Ich bin gerade im Recreation Center. Ich arbeite gerade, deswegen. Ja, ich habe auch eine arbeitsbezogene Frage. Okay. Du hast mir ja dieses Immobiliending gezeigt. Ja, Dynasty 8. Ja, hast du irgendwie Kontakt direkt zu einem Makler? Nee. Da muss man sich einen Termin holen. Wenn die da sind, da an diesen Tresen, gehst du einfach hin und holst dir einen Termin. Okay. So, wolltest du ein Haus angucken? Ja, schon. Ich habe mir jetzt so einen Wohnwagen geholt. Der ist echt billig, aber der ist echt weit vom Schuss. Wo steht denn der? In Sandy Shore? Ja. Wo? Welche Ecke? Boah. Ja, so wenn du über die Bahnschiene fährst, weißt du, dann an der kleinen Tankstelle. Ja, genau, da ist dieser komische Dino-Laden. Ja, genau. Und da die Seite oder die andere Seite? Ja, die Seite da. Beim Dino-Laden? Ja. Ist der Name Wasser? Ja. Nee. Ah, okay. Nee. Auf jeden Fall sind 6 Kilometer. Ja, das ist. Ja, ich habe auch da oben einen. Ich kenne das. Das ist scheiße so. Eigentlich. Ja, deswegen. Und ich habe mal hier so Interesse bekundet an den Objekten, aber es meldet sich keiner. Ja, ach, du hast einfach deine E-Mail hingeschrieben, ne? Ja. Ja, ich habe auch schon 10 E-Mails, die melden sich gar nicht. Ja. Da musst du hinfahren, wenn die da sind und dann einfach einen Termin machen. Und dann fährt ein Immobilienmakler mit dir raus und zeigt dir auch die Objekte oder ein Objekt. Ah, okay. Dann machen die das. Ich habe mir damals auch mal 3 oder 4 Stück zeigen lassen, alle in der gleichen Preisklasse. Okay. Wolltest du die Preise wissen ungefähr? Weil ich glaube, ich weiß so ein bisschen die Preise. Ja, so viel Geld habe ich halt auch nicht. Ich hätte halt was Epochales gemietet. Ah, okay. Ja. Also so ein kleines Häuschen irgendwo? Ja, aber ich finde auch die Häuser in der Stadt nicht so schön. Die sehen so abgeranzt aus. Ja, hier in, na, wie heißt das hier? Die Hills da? Weinwood Hills. Ja, die magst du? Ja, die sind richtig schön. Aber du weißt, dass die teuer sind in der Woche. Ja, ich weiß. Ich habe mit einer Freundin habe ich da eine WG. Wir haben da ein Haus gekriegt. Wir zahlen 12.000 die Woche. Und dann teilt ihr euch rein? Wir teilen uns hier, ja. Jeder, glaube ich, 5.800. Ja. Weil da kommen noch die Nebenkosten dazu. Ach so. Ach. Haben wir Glück gehabt. Aber wenn du weiter relativ also unten, ne? Ja. Aber hat einen Pool und so, einen schönen Garten, auch eine schöne Wohnung von innen, alles toppi. Aber wenn du weiter höher gehst,
in den Vinewood Hills, dann kannst du schon mal bis 25.000 bis 30.000, habe ich gehört, die Woche bezahlen. Oh, wer hat denn so viel Geld? Ich meine, ich arbeite jetzt, aber auch. Ja, aber das ist Wahnsinn. Und Miro Park, da hinten die Ecke, liegt so, meine ich, ab 4.000 bis 6.000 Dollar. Da, wo man, immer, wo man laufen gehen kann. Da gibt es aber auch schöne Häuschen, so kleine, niedliche Dinger. Aber die sind alle weg. Okay, weiß ich Bescheid. Und am Highway, wo ist der nochmal? Westside? Da hast du doch auch so ja, wie ich kenne die Stadtteile nicht, so Strandhäuser. Weißt du, was ich meine? Am West Highway, ja, da. Ja. Die liegen auch so bei zwischen 3.000 oder 4.000 bis 6.000 Dollar. Okay. Kann man eigentlich nur mit, wenn man zu zweit ist. Also entweder hast du eine Freundin. Ja. Oder einen WG-Partner, sag ich mal. Dann macht's noch mehr Spaß. Okay. Ja, okay, dann schaue ich mal. Aber wenn du ein Haus mietest, dann seh zu, dass du das mietest. Ich habe gerade überlegt, wenn ich mit jemandem eine WG mache, ob ich das miete oder der andere. Nee, würde ich an deiner Stelle, mach du das. Okay. Ihr zahlt das Haus ja ab, ne? Auf Miete, oder? Nee, das ist irgendwann Eigentum. Also so Mietkauf? Ja, so ungefähr, aber bis 50% wird das abbezahlt. Von dem Gesamtpreis. Und dann musst du die andere Hälfte komplett auf dein Konto haben, sag ich mal. Ja. Und dann kannst du es kaufen. Dann ist die Miete weg. Dann zahlst du nur noch ein Viertel diese Eigentumssteuern. Okay, gut zu wissen. Dann bleibe ich erstmal hier in diesem Wohnwagen für eine Woche oder so und dann schaue ich mal. Ja. Alright. Kannst ja mal gucken, wenn du was gefunden hast. Und wenn du, weil ich habe noch einen Bekannten, der sucht noch einen Wohnwagen. Bevor du den abgibst, ja, sag ich mal, kannst du mich dann nochmal anrufen, mir Bescheid sagen? Ja, klar, mach ich. Super. Alright, dann bis später. Ja, man sieht sich. Schönen Tag dir. Tschüss. Pack das Auto schon mal ein. Geklappt. Ja, er hat meine Schlüssel gefällt. Ja, gut. Jetzt musst du am besten das Bett nehmen. Ich helfe dir auch beim Tragen. Ja, los. Aber mein Schiff passt hier noch. Wie drehe ich denn? Ja, das könnte passen. Muss nur ein bisschen gut gedreht werden. Wie drehe ich? R geht nicht, Q geht nicht. Mausrad geht nicht. Das ist echt schwer, das zu drehen. Ja, das ist nicht so einfach, nur das schwere Bett. Oh mein Gott. Was zum... Oh mein... Pff.
Okay. Okay, und jetzt? Was rühre ich jetzt? Wenn ich so will. Oh. Oh. Das passt ja wie Orgelkosse, oder? Ich sag doch, es passt. Ja, ja, du hattest recht. Oh, das war... Oh, oh komm. Ja, ist ein bisschen eng hier. Ja, ja, das war super. Wie Tasche Bett. Jetzt habe ich im Bett, jetzt kann ich ja nicht schlafen. Ja, ja, ja. Du wolltest am Hotel, ne? Ich wohne noch beim Banado, ja, ja. Oh, hast du schon alles ausgeräumt jetzt, oder wie? Ja. Ich weiß nicht, wie lange ich hier bleibe, weil ist jetzt dein Hotelzimmer frei? Ja. Aha. Ja. Ja, ja. Ja, das ist jetzt frei. Naja, auf jeden Fall müssen wir mal schauen. Vielleicht sollen wir mal gucken, ob wir vielleicht zusammen was mieten sollen oder so. Ja, ich muss mal. Ich hab. Ja, du musst dir mal einen Finanzüberblick machen. Ja, ich muss auch gucken, weil ich hab ja. In meinem Hotel habe ich einen Mitbewohner im Zimmer. Ach so. Wen ja, denn? Ja. Ja, der Jörg, den kennst du, glaube ich. Ah ja. Ja, ja. Ja, gut. Und dann, ja. Und ja, und dann wegen morgen du mit denen, ne? Ja. Ich gucke mal, dass ich eine Geldsumme vielleicht bekomme. Was? Ich gucke, dass ich das Geld bekomme. Ja, hoffentlich. Ja, wenn nicht, kann man ja vielleicht also raten. Ne, was? Nee, ich guck, dass ich Sommer bekomme. Ich guck, dass ich Sommer bekomme. Ja, ich geh jetzt. Ja. Rate. So weit kommt's ja hier noch. Junge, dieses brachiale Bett hier drin. Okay. Gut, wir haben ein Bett. Schön. Ich bin fertig für heute hier. Raus hier.